Das habe ich schon getan. Gebt das Zeichen, wir sind bereit zum Aufbrechen. Auf geht's. Ja, warte. Wir müssen die Pets noch eine Nachricht drüber schicken. Ja, also kannst du sagen, dass uns vielleicht die Spuren nach Tigana Primaris bringen? Ich weiß aber nicht, ob da überhaupt irgendwas von gelesen wird, aber kannst du natürlich machen. Ich werde das so schreiben, dass wir außerhalb Spuren verfolgen und dass wir uns in ein paar Tagen wieder melden. Jo. Ihr bekommt tatsächlich eine kleine Bestätigungs-E-Mail. Der Detective ist scheinbar gerade an seinem Schreibtisch und hat das direkt gesehen. Und er sagt, alles klar, vielen Dank für die Hilfe. Meldet euch einfach, wenn ihr was wisst. Natürlich mit, wir werden euch nicht im Stich lassen und ne, wir kümmern uns und bla. Ja. Die üblichen nichtssagenden Floskeln. Sie haben gewirkt. Gut. Na dann, auf geht's. Ihr geht zum Schiff. Ja, jetzt haben wir uns den alten Mann und seine Leute. Mhm. Und gehen zum Schiff. Genau. Der alte Mann und vier von seinen Gefolgsleuten folgen euch. Nur sie sind alle in Kutten gehüllt, um ihr Gesicht ein bisschen zu schützen. Währenddessen ein paar von den Kulturisten sind immer noch unten im Keller, das konntet ihr so sehen, aber der Großteil von denen ist auch jetzt im Moment auf den Feldern am Arbeiten. Okay. Ihr betretet alle zusammen das Schiff. Es wird relativ eng jetzt gerade für euch werden, also keine entspannte Situation. Was ich nicht sehr fühle. Ja. Ich würde mich dann eher zu meiner Gruppe stellen und versuchen, nicht gerade eng zu den Kultisten zu sein. Es ist schwierig, denen da irgendwie aus dem Weg zu gehen, weil, wie gesagt, ihr sitzt in einem Kampfbomber. Ne? Der ist gerade mal groß genug, um die Ladung an Bomben und ein paar Crewmitglieder zu tragen. Wirklich viel Platz, um dich da überall das hinzulegen, hast du nicht. Dann fliegen wir doch zurück. Gana Primaris. Ja. Ist klar. Würfel mal einen 100-seitigen Würfel, egal einer von euch, wer immer auch möchte. Würfel. Oder nicht? Es bleibt ruhig. Den Tagesflug, den ihr gemacht habt, ist zwar anstrengend, aber ohne irgendwelche Zwischenfälle. Sehr gut. Du hattest das letzte Mal erwähnt, dass die Kultisten, dass es da noch mehrere leerstehende Orte gibt bei Tigana Primaris, wo sich solche Leute aufhalten könnten. Wissen wir, wo das ist? Dass wir die da hinbringen können? Die Nomadenstämme leben in den Aschewüsten. Das hatte ich gesagt. Nee, ich meine, du meinst, dass da irgendwie... Untermakropole. Achso, ja. Hier lebt in der Untermakropole. Ja, aber das ist da auch... Da gibt es viele freistehende Gebäude. Achso, ja. Also, die da irgendwo unterzubringen, ob es jetzt auch im Keller ist oder in irgendeinem der alten Ruinen, ist überhaupt kein Ding. Da kommt ja auch keiner und erhebt irgendwie Anspruch oder Besitz auf irgendwas. Also... Ihr könnt da ganz einfach die Leute irgendwo unterbringen. Ja, da würden wir die dann hinbringen. Ja. Denkt dran. Eben. Also, ihr habt die Möglichkeit, sie zu Nahrungsmitteln umzuarbeiten. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Was war das nochmal? Viele Leute im Imperium arbeiten oder essen tatsächlich Leichenration, also wie Soylent Green einfach umgearbeitetes Menschenfleisch. Die Space Marines auch. Und die. Haben wir da so eine Maschine? Aber ist sowieso egal, weil bei uns sollen die Leichen nicht hinkommen. Genau, die würden das am Ende bei sich dann machen. Genau. Ich bin kurz mal raus, ich muss kurz ein Telefonat führen. Sorry, ich bin gleich. Der alte Mann guckt noch zu euch rüber und sagt, vielen Dank, dass ihr uns helft, auch wenn ihr nicht dem ganzen Kult helfen konntet, aber wir wissen es trotzdem zu schätzen.
Oh, wir helfen dabei dem ganzen Kult. Ja. Wir wissen es nur noch nicht so ganz. Ja, auf die eine oder andere Weise möchte ich damit recht haben. Wir werden natürlich unseren Aufenthalt hier nicht unnötig strapazieren. Wir werden euch regelmäßig einen kleinen Lohn entgegenbringen, den wir hier verdient haben, damit wir uns erkenntlich zeigen können. Nun, das ist schön. Das ist nicht mehr als recht. Dass wir das... Was war? Das ist der alte Mann, den ihr gestern kennengelernt habt. Ja. Und vier seiner Kultisten, seiner loyalsten und ältesten Bekannten. Alles Männer, oder? Ja. Ja, dann kann ich ihn nur noch mit auf den Weg geben, dass er fleißig sein soll. Dass der Planet wartet darauf, eure Gaben zu spüren. Ja, das werden sie definitiv. Und dann verabschiedet er sich und geht in Richtung des leerstehenden Häusers, ein bisschen weiter bei euch die Straße runter. Sehr gut. Ich mag, dass er weg ist. Ja, ich auch. Der ist mir immer laut und auffällig. Dass er jetzt auch noch zusätzlich sogar noch passives Einkommen für uns generiert. Ja. Ja, es ist die Frage. Als ihr euch gerade in eurer HQ widersetzt und beplanen wollt, wie ihr weitermachen wollt, bekommt ihr eine Nachricht auf euer Datapad. Die zweite Runde des Gladiatoren-Arena wäre bereit. Ja. Heute Abend, falls ihr Interesse habt. Ja. Ich mach zwar nicht damit, aber das bringt Geld. Ich denke mal, Yogi hat das jetzt nicht gehört, aber können wir dem wieder sagen? Der wird sicherlich dabei sein. Ja, wir sollten definitiv dort teilnehmen. Ich meine, treffen wir dort auch was? In Sicherheit jemanden. Ah, der... Der Mutant? Sein Name war... Ihr habt den Sprung schon gekriegt. Oh, Ricky Gorm. Ja, das stimmt. Kevin! Ja, Meister? Kevin, sag, gab es irgendwelche Besuche für mich oder jemand, der die Art kaufen wollte? Ja, tatsächlich, es waren ein paar Leute da, aber ich musste sie leider wegschicken, weil ihr nicht auf dem Planeten wart. Ah, ärgerlich. Ja. Weißt du, wer das war hier in der Nähe? Kannst du... kundtun, Das kann ich auf jeden Fall tun und dann werden sie auf jeden Fall nochmal vorbeischauen, wenn sie eure Hilfe noch benötigen können. Kevin, wie geht's dir denn? Mir geht es blendend. Ihr wart 3 Tage weg und ich wurde 3 Tage lang nicht verprügelt. Ja, das sollten wir doch jetzt ändern, oder nicht? Haben wir ihn verprügelt? Nein, aber ihr habt ja vor 3 Tagen, als ihr angekommen seid, seine Herren getötet. Ja, aber ist das nicht schon länger her als 3 Tage? Ja, lass es 4 Tage her sein. Er sieht aber auch tatsächlich wesentlich gesünder aus und dadurch, dass er nicht mehr jeden Tag die Latrinen auslecken muss, scheint er einfach generell ein bisschen Farbe im Gesicht zu haben. Es freut mich sehr, dass du so gesund aufhebst. Komm doch mal mit. Ja, natürlich, Meister. Gott. Hier leckt die Latrine ab. Gott. Das sind wir wieder bei Kevin. Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob du eben gehört hast, aber die Arena hatte zur zweiten Runde gerufen. Heute Abend. Du. Abi? Wer von uns war dabei? Ich war noch dabei, auf jeden Fall. Ich glaube, alle sind durchgekommen. Also ich habe halt nicht mitgemacht, deswegen. Aber genau, ansonsten haben alle, die mitgemacht haben, sind weitergekommen. Ja. Okay. Aber ich bin nicht da. Kasper würde auf dich zukommen, Doc. Ist mal für ihn gespielt. Und er würde ihn fragen, wo du dein Tattoo gemacht hast. Ja, komm doch mit. Wir werden gemeinsam einmal hingehen und zum Tattoo-Laden gehen. Unterwegs versuchen, mich umzusehen. Gibt es Leute, die ärztlichen Beistand brauchen?
Die Sache ist, es ist auch gar nicht so schlecht, dass Kaspar vielleicht heute dann nicht bei der Arena mitmacht, weil der kann ja sowieso nicht mehr kämpfen. Der hat ja jegliche Fähigkeiten des Kampfes verloren. Ach stimmt, der ist ja automatisch raus, habe ich ganz vergessen. Ja, das stimmt wohl. Also ich meine, er kann trotzdem natürlich da antreten, er wird einfach nur hart auf die Fresse kriegen. Ja. Ja. Die beiden sind dann erstmal weg. Habt ihr noch einen Plan? Was wollt ihr noch machen? Wie viel Uhr ist es gerade? Mittags. Mittags. Oh, gibt es irgendwas zu erledigen hier noch? Ich würde mich nach Kurierjobs umgucken. Ja, ich glaube, die einzigen Jobs, die wir so richtig haben, sind da bei dem Typen hier. Am schwarzen Brett, genau. Ich weiß gar nicht, hattest du das noch mitbekommen? Okay, dann gucke ich noch das schwarze Brett, ja noch. Das ist, wenn du aufs Notizbuch gehst, ist das glaube ich, das Missionslogbuch? Nee. Wo waren denn nochmal die Sachen? Ah, da sind sie. Ah, schon gut. Da ist der Bildschirm. In der Arena können nur die Leute mitmachen, die schon bei der ersten Runde dabei waren. Ja. Die zumindest in der ersten Runde weitergekommen sind dann auch natürlich nur, ne? Ja, ich war ja nicht da. Wer nicht erscheint, ist disqualifiziert. Was ist mit der Runde falsch eigentlich? Ich glaube, beim letzten Mal war ich arbeiten oder so. Ja, aber da war keine Arena. Ja, das ist schon lange her. Der Arena, da müsstest du eigentlich. Müsste ich dabei gewesen sein. Ja, achso. Das ist die zweite Runde. Also, ihr seid noch alle im Rennen. Na dann. Wie lange geht die Raumschiff-Eskorte? Lange. Also, da müsst ihr den Planeten verlassen. Zu anderen Planeten hin, das wird dauern. Das ist nichts, was ihr jetzt machen könnt bis zum Abend. Die ganzen Missionen sind, glaube ich, eher für einen ganzen Tag ausgerichtet. Tatsächlich, ja. Oder für eine ganze Session, sagen wir so. Genau, richtig. Ja, dann warten wir, bis die Arena anfängt und ruhen uns aus, ne? Vom anstrengenden Flug. Mit den ganzen Kultisten. Ja. Okay, das heißt, ihr wartet bis zum Abend, bis die Arena wieder losgeht und sonst macht ihr was in der Zwischenzeit? Gibt's irgendwie eine Möglichkeit, also was wissen wir über die anderen Planeten? All das, was euch euer Schiffscomputer oder eben auch euer Datapad dazu gesagt hat, im Prinzip alles, was ich euch bei Welteninfos reingeschrieben habe. Ja. Muss ich da mal eben kurz reingucken. Also Dr. Tod würde irgendwann Kaspar wiederkommen, ja. Und Kaspar würde sich dann wahrscheinlich immer wieder an da, wo das Tattoo gemacht wurde, würde sich Kaspar immer wieder kratzen und genau. So stelle ich mir das auf jeden Fall vor. Ja, Kaspar ist der ist erstmal out of order. Mit seinem frischen Tattoo beschäftigt. Ach, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ihr habt alle natürlich noch vom letzten Mal einen Verderbnispunkt bekommen. Die ist mini. Mein Gott. Hä? Für? Weil ihr einer Orgie dabei war, die Slanisch gewidmet war. Moment, ich krieg schon wieder einen Anruf. Sorry. Also, packt einen Verderbnispunkt oben drauf. Hat das irgendwelche Auswirkungen? Das kommt drauf an, da müsste ich jetzt erstmal mein Buch wiederholen. Hm. Wo tue ich den Verderbnispunkt denn reinschreiben? Irgendwo steht noch was außer dem Verderbnispunkt, ich war kurz rausgeflogen. Einen dazu. Genau. Bei einer Orie. Ich hörte davon. Und deswegen bist du verdorben. Genau. Und ihr dürft euch auch nochmal 10 XP auf den Rangbonus draufzählen. 10 XP, das weiß ich. Also da müsstet ihr alle beim Rangbonus 40 stehen haben, ne? So, und plus ein auf Verderbnis. Sag mal, was ihr dafür Werte habt jetzt. 4. Wo finde ich denn den Verderbnispunkt? Bei geistigen Eigenschaften.
Überhalb vom Einfluss. Überzeugung, Verderbnis, passive Wahrnehmung, Entschlossenheit. Auf der linken Seite, mittig bis unten. Das ist schon überhaupt nicht. Okay. Ist irgendjemand bei 5 oder 6? Nee. Ja. Noch nicht. Was gibt es denn da? Das seht ihr, wenn es soweit ist. Ja, ich bin da. Ich bin jetzt wieder da, gerade jetzt. Ich hab dir die Sachen schon zugefügt. Welche Sachen? Was? Den einen Verderbnispunkt und den die Erfahrung. Hattest du nur 0 Verderbnis bis jetzt? Ich hatte noch 0 Verderbnis. Ich hatte ja auch kein persönliches Gespräch mit unserer Stimme und sowas. Welche Erfahrung haben wir bekommen? 40 müsstet ihr jetzt insgesamt haben. Wo steht die nochmal? Bei Rangbonus, ganz oben. Machtstufe, Rang und Rangbonus. Bei Rangbonus kannst du dir die XP eintragen. Was ich auch noch sagen würde, dass wir vielleicht in den nächsten, irgendwann in der Zukunft nochmal den Eismond und den Lavamond besuchen sollten. Ich glaube, da gibt es etwas für uns. Heißt das, man kann hier auch was steigern? Ja, alle 100 Rangbonis kriegt ihr einen Rang auf. Und alle 3 Ränge kriegt ihr ein Level ab. Das hat mir jetzt nichts gesagt. Da steht ja Rangbonus. Ja. Und wenn du 100 davon hast, steigst du einen Rang auf. Rang auf. Genau. Aber wenn du dreimal. Genau, wenn du dreimal den Rang aufgestiegen bist, steigt eure Machtstufe um 1. Und das ist dann eben das dicke Level ab. Ah, und da können wir dann Fertigkeiten steigern und so. Genau, richtig. Das andere ist ja sozusagen, es gibt manche Sachen, die skalieren mit dem Rangbonus. Das heißt, ne, manchmal steht da irgendwie Rangbonus als Bonuswürfel oder sowas. Wenn ihr dann natürlich 3 habt, ne? Der Sinn. Und wir haben jetzt 40 Rangbonus. Ja, genau. Okay. Auf jeden Fall, während wir warten, studiere ich die Medien, die Politiker. Mhm. Welche davon am einflussbarsten sein dürften, welche Linie die verfolgen, etc. Ja, werde ich hier nächstes Mal eine detaillierte Auflistung von zeigen. Ja, das wäre dann einmal hier. Ja, und vielleicht Ist das neu, dieser Tisch? Ich glaube, den hatte ich da extra für dich hingetan, als du das Labor da gekauft hattest. Echt? Ey, kannst du das Bild irgendwie bearbeiten? Klar, ich kann da irgendwelche anderen Bilder draufpacken. Ja, und dann würde Dr. Tod quasi seine Praxis wieder öffnen und fragen, ob jemand kommt. Du hast hier eine extra Tür, ne? Das heißt, da ist dann der Patienteneingang, damit die nicht alle durch euer Zuhause laufen müssen. Ja, es kommen immer mal wieder so ein paar Patienten an. Die meisten eigentlich relativ simple Sachen, irgendwelche infizierten Wunden, irgendwelche verknacksten Knöchel, schmerzende Schultern, so die typischen Arbeitsunfälle halt. Nimmst du Geld dafür? Okay. Dann gib mir mal ein Medikalwurf als Sammelprobe für alle. Okay. Alter, was ist denn das für ein Wurf? Oh mein Gott. Bitte 6 Neuwürfe. Warum nur 6? So als Frage. 3, 4, 6, 8. 1, 8? Ja. Die 1 soll ich auch nochmal nachwürfeln. Alles. Okay. Du kannst alles, was nicht dir passt, neu würfeln. Okay, wie gebe ich nochmal den Befehl ein? Slash roll 8d6. Ja. Jetzt sind es nur 5. Achso, okay. Ja, aber auch nicht gut. die
2 ist jetzt dein Zornwürfel. Wir nehmen ja immer die letzte Zahl als Zornwürfel. Ja, du bist heute ein bisschen abgelenkt von deiner Arbeit. Du schaffst es zwar, die Leuten allen zu helfen, aber die meisten mussten ein bisschen warten. Der ein oder andere hatte ein bisschen mehr Schmerzen, als es bei dir gewohnt sind. Trotzdem, du hast ihnen allen helfen können. Sie sind dir dankbar, aber du bist auch mit deiner eigenen Arbeit nicht besonders zufrieden gerade. Ja, ich würde natürlich versuchen, mit Charme Leute zu behandeln. Immer so einen lustigen Spruch und ins Gespräch kommen mit denen. Ja, der ein oder andere springt darauf an, die meisten gucken dich eher so verwirrt und angeekelt an und wollen einfach nur, dass du ihnen die Wehwehchen wegnimmst. Ja, können wir so ein bisschen nachladen. Achso, und dann würde ich immer wieder auch droppen, dass heute Abend ich auch nochmal im Turnier vorbeisehe als Teilnehmer. Ja, die meisten nicken einmal kurz interessiert und sagen, oh, dann werde ich heute einmal vorbeischauen. Ja, sehr gut, sehr gut. So, jetzt halt mal still und up. Jodo, du kommst nicht wieder an den Kampf. Ja, ich schaff's. Nee, ich würde erstmal. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zur Arena. Nicht, dass Xal oder also Yogi dann gleich weg ist, dann ja, nicht mehr kämpfen kann. Ich kann sagen, die Frage ist, wie lange das dann dauert, wenn das jetzt wirklich nur ein Kampf ist. Ist ja nur eine Runde und du bist ja genau. Dann wahrscheinlich direkt am Anfang dran. Und es gibt ja nur noch halb so viele Streiter. Ja, haben ja auch nur einen Kampf gemacht. Ja, würde ich da machen und danach direkt raus. Ich stehe aber gar nicht drauf. Ich wollte gerade sagen, da hattest du mitgekämpft? Ich glaube, ich kann mich nicht dran erinnern. Ich wollte auf jeden Fall im Messerkampf mitmachen. Das aber weiß ich noch. Ich meine, aber ich weiß nicht mehr, ob ich da war. Doch, du warst da auf jeden Fall. Du warst da, ja, da warst du noch da. Wir haben erst angefangen mit den Nebenmissionen, als du weg warst. Aber wenn du nicht draufstehst, dann. Also ich hab diese Folie seitdem nie wieder aufgemacht. Dementsprechend hast du, glaube ich, damals gesagt, dass du nicht dabei bist. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Also, wenn wir jetzt mal gucken, diese Bracket hier, die ist frei. Ja. Weil da standen, glaube ich, zwei Leute von euch drin. Die habe ich extra genau. Leer gemacht und ich weil stand, gesagt ja. Habt, ihr wolltet nicht machen. Genau. Ich glaube, du hast damals nicht mitgekämpft. Aber ich war nicht da, als die Arena anfing. Das letzte Mal war ich da, da haben wir uns diese Tafel angeguckt. Und haben besprochen, was wir machen wollen mit dem das Raum, den wir da haben. Das war danach, Arena. Das war danach. Nein, das war davor. Also, ich bin ziemlich sicher, dass du mit dabei warst. Ich glaube, dass den Ton habe ich sogar gegeben. Ist ja egal, ich bin nicht drin. Nee, wenn du ruhig nicht da warst, dann ziehen wir dich noch mit rein, ganz ehrlich, daran soll es nicht scheitern. Dann darfst du, dann bist du die Wildcard. Ja, Kiko. Wahrscheinlich in irgendeiner wird wahrscheinlich jetzt sowieso enden. Die Kiko war... Ich glaube, war übel. Ja, der hat seinen Gegner mit ein paar Schlägen direkt außer Gefecht gesetzt. Aber als allererstes, die erste Runde beginnt. Es sind tatsächlich relativ viele Besucher da, weil für die erste Runde interessieren sich relativ wenige, aber für die immer weiterkommenden Runden wird das Interesse auf jeden Fall größer. Das Preisgeld wird größer. Und wir beginnen mit Xal, der gegen den wahnsinnigen Cyborg Mad Lawn antritt. Mhm. Ich frage währenddessen mal die Person, die neben mir steht, wer denn hier eigentlich Favorit ist. Oder wer das letzte Mal gewonnen hat. Ah, gute Frage. Siehst du Vargan, den Typen mit der riesigen Axt? Der hat die letzten Male immer gewonnen, aber ich persönlich, ich tippe auf Valia. Die hat irgendwas Besonderes mit ihrem Schwert. So wie die Tänzel, das kann kein anderer. Das ist pure Kriegskunst, ich sag's dir. Ich setz mir Geld auf die. Hm. Machen wir bis zum Tod oder nicht bis zum Tod? Nicht nein. Bis zum Tod. Immer dreimal kämpfen, immer sozusagen drei normale Nahkampfangriffe. Und wer den höheren Wert erzielt hat, hat den Schlag getroffen und den Punkt erzielt. Und wer dann 2 von 3 gewonnen hat, hat das Duell gewonnen. Okay.
Ich würde währenddessen ihn auch bei dem jetzigen Kampf fragen, was seine Einschätzung ist. Xal gegen Mad Lärm. Oder Lärm? Larn. Doppel-R. Ah, Larn. Ganz ehrlich, Larn ist eigentlich schon so ein Veteran in der Arena. Der ist immer ziemlich übel dabei, aber der kann auch ganz schnell auseinandergenommen werden, weil er sich so sehr auf seine ganzen Kybernetik verlässt. Also würdet ihr nicht auf ihn wetten? Na, ich weiß nicht, er ist ein ziemlich brutaler Kämpfer, aber der Typ, der hat beim letzten Mal auch schon ordentlich reingehauen, der Neue, der Frischling da. Was sagt ihr? 10 Credits? Ich wette auf Xal, ihr auf Matlan. Ah, da steige ich ein. Ja, Kleinvieh macht auch Mist. Ja. Ich glaube, zu mehr hätte ich ihn nicht überzeugen können. Du hast es ja nicht versucht. Okay, bist du bereit, Yogi? Ich bin bereit. Meine Rüstung, habe ich die jetzt... Die hast du an, aber die macht ja keinen großen Unterschied. Ihr kämpft ja nicht um Lebenspunkte, sondern also, um wirklich den Treffer. Ah, okay. Der Gong ertönt und der Wahnsinnige stürmt direkt auf dich zu mit seinem schweren Vorschlaghammer in der Hand. Ja. Ich würde versuchen, direkt auf sein Handgelenk zu schlagen mit meinem Hammer. Ja. Kampfgeschick. Nehme ich mal an. Ach, was? Ich habe Stärke gewürfelt, das wollte ich gar nicht. Das ist ein falscher Wurf. Hast aber Glück gehabt, dass der Wurf nicht zählt. Kampfgeschick? Ja, genau, Kampfgeschick. Oh, ja, ich nutze einen Zornwürfel. und würfel die 5 nochmal neu. Info. Zornpunkte, nur noch einer. Und 5. Boah, das hätte nichts was gebracht, glaube ich. Ja, doch, das war ja Folge mehr. Dein Basiswurf hätte tatsächlich auch gereicht. Ja, hätte ich auch gesagt. Aber du hast ja bisher gleich raus, deswegen kannst du auch deine 2 Punkte nutzen. Eben. Ja, du hämmerst ihm das Ding einmal voll auf das Handgelenk, ihm fliegt fast der Hammer aus der Hand und vor so einer wahnsinnigen Wut erzürnt, fängt an, seine Kybernetik ein bisschen zu klappern und zu knirschen und sich auszufahren. Du hast irgendwie das Gefühl, dass der Typ gerade noch ein Stückchen größer geworden ist. Ja, gut, wie sieht die Kybernetik aus? Das ist pure Kampfkybernetik. Dieser Typ, der scheint sich da regelmäßig beim Ripper-Dog unter das Messer zu legen, damit er besser im Kämpfen wird. Das sind schon hochwertige, also für die Untermakropole gesehen, sind es hochwertige Kampfkybernetiker. Okay, dort wo ich halt so kybernetische Teile sehe, wo sich irgendwas ausfährt. Ich drehe meinen Hammer mit der bisschen spitzeren Seite und versuche da dann reinzuschlagen. Um da irgendwas zu blockieren. Mit der Faust, die sich gerade ausgeklappt hat, in dein Gesicht zu schlagen währenddessen. Mhm. Und wieder Kampfgeschick. Ja, diesmal würfel ich nicht neu. Ja. Du versuchst ihn die spitze Seite des Hammers irgendwo in eine Schwachstelle zu rammen, allerdings die Faust trifft dich vorher und schleudert dich einmal wieder quer durch die Arena zurück auf den Platz, wo du hingehörst. Hingehöre. Genau. Dir läuft jetzt gerade ein bisschen Blut aus der Nase. Okay. 1-1. Das steht 1-1. Dann stehe ich auf, renn mit im Vollsprint los und gibt's irgendwas, wo ich einen Vorsprung, wo ich abspringen kann und auf ihn drauf springen kann, also dass ich den Hammer jetzt mit 2 Händen greife, irgendwo auf den Vorsprung und nach unten springen, gibt's sowas? Irgendwie eine Säule. Die Wände sind relativ nah, da werden ein paar Absprünge bestimmt drin sein, dass du mit dem Athletikwurf dich da hochdrücken kannst. Wenn du das schaffst, den erfolgreichen Athletikwurf, dann würde ich dir auch einen Bonus auf deinen Angriff geben. Na gut. Da würfel ich nochmal neu. 4 Stück. Ja, das ist ja gerade. So, hat er natürlich einen Zornpunkt gekostet, habe ich keine mehr.
Geschmeidig wie du bist, springst du mit einem Bein von der Wand einmal ab, drückst dich richtig nach oben. Aus deinem Hammer könnten genauso gut Blitze rausschießen, so fliegst du gerade durch die Luft in Zeitlupe. Mit beiden Händen schlägst du das Ding nach unten. Mhm. Du siehst aber auch, er macht sich gerade bereit, auch sein Hammer zweihändig, wie so eine Art Baseballschläger, versucht er dich in den Magen zu treffen. Und du darfst jetzt einmal würfeln mit einem Bonuswürfel. Modifikator 1. Oh Gott. Scheiße. Zornwürfel gibt's keine mehr. Gebraucht. Hast du alle drei benutzt? Nee, stimmt, ich hab nur zwei benutzt. Also hast du hast noch einen? Einen hab ich noch, ja, den werde ich jetzt auch aufbrauen. Ja. Okay. Ich hab vergessen, die zu resetten. Muss ich mal zusammenzählen. Nee, ich glaube, du hast. Oder warte mal. Er hat zwei benutzt. Ja, genau, nee, den Zauber, das war richtig. Da hatte ich nämlich auch nur zwei jetzt auf dem Schirm. Naja, jetzt habe ich null. Ich habe mich da, ich habe vergessen, die auf drei hochzustufen. Ja, ja. Wenn ich das aber richtig sehe. Okay. Mad Lan versucht dich zu schlagen, du versuchst ihn zu schlagen. Allerdings, Mad Lans Hammer rutscht ihm weg. Hm. Er patzt einmal kritisch, stolpert nach vorne. Er schlägt komplett mit seinem Oberkörper gegen deinen, reißt dich damit aus der Luft. Ihr liegt beide am Boden. Der Punkt geht an niemanden. Komm. Die nächste Runde. Oh Gott, ist das jetzt die letzte Runde? Die letzte entscheidende Runde. Oh Gott. Fang mich an, Saul! Komm, würfel gut. Ich hab 10 Credits auf dich gesetzt. Saul. Ja, okay. Saul. Hast du mal die Begrüßung rausgenommen? Was? Hast du den Modifikator rausgenommen? Nee, noch nicht, aber ich, ich nehme meine Hand, also wisch mir, das Blut aus der Nase und denke sehr laut: Blut für den Blutgott, Schädel für den Schädel. Aber natürlich denke ich nur. Okay. Mit all meiner Wut, blinde Wut oder nicht, das werden wir gleich sehen, greife ich ihn an. Blinde Wut ist es. Oh Mann, was hast du denn für Würfel heute? Das ist ja grauenvoll. Du stürmst auf ihn zu, der packt dich am Hals, erhebt dich kurz in die Luft und schmettert dich einmal voller Wucht auf den Boden. Ja. Du verlierst das Bewusstsein. Gut. Und damit kommt Mad Lan in diesem Duell weiter. Schade. Naja. Saal ist leider ausgeschieden. Und gut. Ich hab 10 Credits weniger. Ja. Gut, ich mach mich dann ins Bett. Alles klar. Jo. Bis nächste Mal. Nacht. Ich wünsche euch mehr Erfolg als mir. Ciao. Dr. Tod, was hattest du nochmal für Kampfgeschick? Wie viele Würfel hattest du da? Du hattest doch richtig viele, oder? Ja doch, du bist doch... Ich meine auch, im Nahkampf warst du sogar extrem gut. Du hast dann wieder deinen ersten Gegner, den Delayra, hast du noch vollkommen auseinandergeschnitten. 5 ja, insgesamt? Das ist natürlich insgesamt, das ist glaube ich nur dein Kampfwert im Kampfgeschick selber. Die richtige Nummer steht ja ganz hinten. Daneben halt. Rechts. Zehn. Ja. Ich meine nämlich auch, das war eine vollkommen kranke Zahl. Okay, dann werde ich gleich nochmal wetten. Okay, die nächste Runde. Stinky Gorm gegen den Neuankömmling Lannister. Er ist doch natürlich sehr interessiert und krallt sich vorne. Stinky Gorm versprüht so eine widerwärtiges Aroma, während du mit ihm zusammen in die Arena gehst. Der Gong ertönt und die erste Runde läuft. Und was kämpft der? Der kämpft mit so einer zweihändigen Axt, aber... Wie gesagt, es geht ja nicht um Schaden machen, es geht nur darum, wer zuerst trifft. Ich ignoriere Dinge hoch und suche den nahen Körperkontakt, weil ich kämpfe mit dem Messer.
Stimmt auch wieder. Er stinkt nochmal in der Ecke schlimmer als du. Oh. Kann ich aber aussehen lassen. Ja. Dein Messer gleitet dreimal über seine Brust hinweg und hat da einmal so das Zeichen von Lannister eingeritzt. Hat er sie nur zweimal, ne? Genau. Er zuckt mal ganz kurz zurück von den Schmerzen, aber du siehst, er steht direkt wieder aufrecht und stellt sich wieder auf seine Startposition. Die erste Runde geht an dich. Zweite Runde. Du hast ja auch viele Würfel im Kampfgeschick. Krass. Ich sprinte auf ihn zu, duck mich unter seiner Axt durch und Und bekommst die Rückhand von ihm voll ins so. Gesicht. Scheiße. Er ist schneller. Er klatscht dich vollkommen. Ach Moment, ich schicke euch gar nicht die ganze Zeit die Würfel. Ja, ja. Nein. Ihr habt den gar nicht gesehen. Oh mein Gott. Nein. Ich möchte ganz kurz sagen. Ich würde es so glauben. Er hat 8 Würfel. 4 davon sind eine 6. Die anderen 4 sind eine 5, 4, 4, 4. Er hat gerade komplett dich aus dem Leben geklatscht. Alter. Ja, warum schicke ich ihn die ganze Zeit an mich? Du bist wahrscheinlich bei links bei den Würfeln. Hast du den GM-Modus an? Ach, da, das ist die Sprechblase, Tatsache. Ja, jetzt geht's wieder, okay. Ja, wie gesagt, also die Rückhand trifft dich vollkommen unerwartet. Du hast das Gefühl, dass eigentlich dein Genick davon abbrechen müsste, bei dieser Wucht, die der in deinem Arm da gerade stecken hatte. Du schaffst es gerade mal so, dich auf die Füße wieder zu hieven. Und der erste Punkt ist für ihn. Mit 1-1. Das gleich über die andere Seite nochmal. Ja. Alter. Das du slidest an ihm vorbei und schneidest ihm tatsächlich einmal so richtig an der Achillessehne vorbei. Er schreit einmal so ganz kurz von einem oder so ein dumpfer Schrei einmal kurz aus der Maske heraus. Aber er steht weiterhin und er fängt auch weiter an, auf dich zuzulaufen, auch wenn jetzt ein bisschen wackeliger. Der zweite Punkt geht an dich. War nämlich ein Zornpunkt. Du hast gewonnen. Ach. Genau. Nice. Stinky Gorm humpelt ein bisschen aus der Arena raus. Allerdings, jeder, der ihm dabei zuguckt, weiß eigentlich, jeder normale Mensch würde gerade gar nicht mehr laufen. Der Dr. Tod würde da auch hingehen, wo es Stinky Gorm hingeht. Ja. Ich gehe erstmal kontrollieren, ob alle meine Gesichtsknochen noch heil sind. Der ein oder andere, der ist dann tatsächlich in Mitleidenschaft gezogen. Ich gucke in den Spiegel, ob mein Charisma gelitten hat. Nee, so ein auf keinen Fall. Vielleicht so eine kleine Narbe, die es noch ein bisschen besser macht. Also Dr. Toto, wolltest mit Stinky Gorm sprechen, oder? Ja, ich komme hin und spreche ihn halt an. Darf ich mir die Mutter einmal ansehen? Ja, sie scheint euch ja nicht so stark getroffen zu haben. Er guckt einmal runter, dann hält er dir so den Fuß so ein bisschen hin. Für dich sieht das auf der Hand aus. Ja, eure Hand scheint wirklich gut von alleine zu verheilen. Der Fuß fault also ab. Wirklich interessante Handsehnen, die sie da haben. Haben sie da irgendwas biomechanisch machen lassen? Er schüttelt nur einmal den Kopf. Mir wurde zugetragen, kurz was anderes, mir wurde zugetragen, dass die den Ort von Personen kennen und Dr. Tod würde sein Viertel zeigen, die eventuell meine Hilfe gebrauchen würden. Er packt dich sofort am Arm, zieht dein Ärmel wieder runter, guckt einmal panisch in der Gegend rum und nimmt dich in die nächste dunklere Ecke mit. Oh oh. Dr. Tod macht seine Hose auf. Was? Er kommt gerade von einer kleinen Orgie, okay? Soll mal sein.
ihr steht jetzt mittlerweile in so einem kleineren Gang, ein bisschen abseits von den ganzen Augen, ne? Und er hebt jetzt auch seinen Ärmel und zeigt dir ein Tattoo, was auf seiner Schulter tätowiert ist. Man muss halt auch sagen, Dr. Tut hat das wirklich in der Beuge quasi von der Innenbeuge, ne? Von wo der Achsel oder von der Elle? Ja, von der Elle. Also okay. Mit dem langen Ärmel überall. Genau. Du hörst durch seine Maske nur einmal. Bist du wahnsinnig? Du kannst doch nicht das Zeichen von unserem Vater einfach hier so offen tragen. Unserem Vater? Möchtest du, dass die Inquisition uns hier persönlich abholt? Ich hoffe, ihr bekennt nicht den Eindruck, dass sich die Inquisition dafür interessiert. Und das ist doch auch unser Vater, der die Möglichkeit bietet, den Menschen zu helfen. Und die Stabil am stärker zu machen. So stabil wie du es bist, guck dir deinen Arm doch mal an. Ich hoffe, dass dir da gefallen ist, ja. Er sagt, ich habe keine Ahnung, was du noch von dir gibst. Wusste gar nicht, dass es hier noch andere in der Makropole gibt. Wo kommst du denn her? Aus den Aschewüsten. Nun, wenn es unser Vater ist, die ganze Zeit sagen, ich habe deine Stimme im Ohr. Und die Stimme sagte mir, dass ich die Aschewüsten und die heutigen anderen Kinder und die Vater aufrufen soll, zu helfen soll. Er guckt dich einmal an, nickt die ganze Zeit dabei und sagt: Kannst du mir sagen, wo wir dahin stammen? Sie sind nomadisch, sie ziehen immer umher, allerdings. Sie sollten jetzt gerade ihr Lager befestigt haben und ungefähr ein paar Quadranten in Klicks weiter rechts hier sein. Er zeigt dir auf einer topografischen Karte von dem Planeten ungefähr ein Gebiet, wo sie sein sollten. Kann man da zu Fuß hin oder so? Nein, da muss man hinfliegen. Das ist mehrere Stunden mit dem Flieger alleine entfernt. Es ist möglich, dass du mich begleitest. Mit wem würde ich denn da sprechen? Ich kenne ja keinen. Ich mit dem Stammesführer. Und gib ihm das hier. Und er hält dir so eine kleine Flasche hin, eine leere Glasflasche. Was ist deine Aufgabe hier? Was tust du in dieser Stadt? Ich suche nach noch mehr Leuten wie uns. Nun, ich finde alleine sollte keiner von uns bleiben. Wir müssen gegenseitig helfen. Ja, können wir. Hast du eine Unterkunft? Nein, ich lebe meistens auf der Straße. Dann komm zu mir, wir können dich gut gebrauchen. Ich ihm die Adresse geben. Ja, guckt sich einmal so die... Wir haben eine Unterkunft für die Toilette. Er guckt sich einmal so um und sagt, vielleicht werde ich mal vorbeischauen. Und dann tapst er, oder humpelt er aus der Arena raus. Ja, Dr. Tod sagt nach, ich mag den Kerl. Die nächste Runde wird angeläutet. Und es wäre Valia gegen Kaspar. Allerdings, Kaspar ist wird von zwei Sänftenträgern auf einer selbstgebauten Sänfte reingetragen und verkündet laut, dass er keinerlei Intention mehr hat zu kämpfen. Es könnte noch jemand anderes für ihn antreten, wenn er mag. Wer könnte das wohl sein? Möchte irgendjemand diese Aufforderung annehmen oder kommt Valia unangefochten weiter? Ja, Dr. Nee, du bist jetzt. Du hast schon deinen. Sicherheit nicht. Gut, damit ist Kaspar aus dem Duell ausgeschlossen und Valia zeigt automatisch einen Rang weiter. Es wird keine Zeit verloren und der nächste Kampf wird direkt angekündigt. Es ist Dr. Tod gegen den mehrmaligen Champion Morgan. Okay, dann würde ich einmal ein bisschen lauter rufen. Ich wette 75 Credits auf diesen alten Mann und zeige dabei auf Dr. Tod.
Hättet jemand dagegen? Ach, der alte Mann, der wird doch von Wagen auseinandergenommen, auf jeden Fall. Und es kommen zwei Leute auf dich zu, die beide mitwetten. Muss ich... Kann das hier nicht. Ja. Da gehe ich selber nur drauf. Also die beiden Typen halten dir immer noch die Hand hin und warten darauf, dass du einschlägst. Du musst nicht bei beiden einschlagen. Aber dann, wenn ich bei beiden einschlage, muss ich auch beiden 75 Credits schulden, ne? Genau, richtig. Dann schlage ich nur bei einem ein. Alles klar. Der andere guckt ein bisschen angepisst und sagt, ja, dein Pech und geht. Wir können um 25 Credits wetten. Nein, dann kannst du da gar nicht. Okay. Okay. Der Gong ertönt und der wahnsinnige Berserker mit der Doppelaxt steht dir gegenüber. Eine Axt? Ist eine Axt? Ja, hatte er. Krass. Jetzt komm, enttäusch mich nicht. Die hattest du von dem Kopfgeld abgenommen, ne? Die Axt? Genau. Ah. Mhm. Nee, würde ich nicht. Nein. Ja, Vagan stürmt auf dich zu und schlägt einmal richtig auf deinen Kopf zu, aber mit aller Feinheit weichst du diesem Schlag aus und stichst dem einmal mit der kleinen Klinge in die Seite. Oh, das kann ich mir nachher nochmal ansehen. Er schubst dich zur Seite, grunzt dich an und geht wieder auf seinen Platz zurück. Ich kann ihn mir nachher noch ansehen, der ist auch geil. Nächste Runde. Erster Punkt für dich. Nice. Der zweite geht auch an. Ach, Moment, das ist, ich habe gar nicht gesehen, dass das ein neuer Wurf war. Ja. Vagan ist richtig wütend, weil er von einem alten Mann besiegt worden ist. Bin ich nur da? Ja! Aber unter der Maske siehst du so aus. Du bist dick unter der Maske mit einem Labormantel an. Du bist eher für so ein kleiner Nerd für ihn und es ist unakzeptabel, dass er dich jetzt gerade einmal besiegt hat. Er versucht dich einmal mit einem laufenden Tritt gegen die Brust zu Fall zu bringen. Aber er rutscht aus, macht einen Spagat, der ihm eindeutig im Schritt wehtut. Und du kannst ihm ganz simpel das Knie einmal unter den Kinn und das Kinn treten. Er wird wieder wach, schüttelt den Kopf, schubst dich einmal richtig weg wie so ein schlechter Verlierer und stapft richtig pissig aus der Arena raus. Diese Runde ging eindeutig an Dr. Tod. Der ehemalige Champion, der schon mehrere dieser Duelle gewonnen hat, bleibt zurück. Im Vorbeigehen geht er an Xal vorbei, der sich immer noch die Wunden hält. Guckt ihn einfach von oben bis unten an, rempelt ihn so an, so Schulter an Schulter und sagt Anfängerglück. Geht einfach weiter. Ja, alle Finalisten, die es geschafft haben, weiterzukommen. Beim letzten Mal habt ihr 200 Credits erhalten, ne? Genau. Ihr erhaltet jetzt die euch vier versprochenen 400 Credits plus einen Bonus von 100 Credits für das Spektakel heute. Jawohl. Oi. Für Lannister und für Dr. Tod. Sehr schön. Ich hätte mehr Credits wetten sollen. Ah, du hast gewonnen, ne? Richtig. Ja, ich hab's mir schon eingetragen. Ja. Das heißt, beim nächsten Mal müssen Dr. Tod und ich gegeneinander kämpfen? Nein. Kann man das umdrehen? Ich hätte gerne Valja. Okay. Hey. Hey. Ey, was kannst du schon eine eigene Praxis kaufen? Mit allem drum und dran. Mit MRT und CT und. Ja, ich.
Oh, Dr. Tod, bitte. Nein. Also, bitte nach dem Kampf erstmal die Leute, seine Boys, die Frauen, die sind natürlich. Ich habe die Koordinaten an den Standort. Und müsste in die Asche einmal fliegen. Nun kann ich jetzt nicht mehr sonderlich gut fliegen. Ich würde eure Hilfe bitten. Wird es stinken? Riecht er mal an sich? Nein. Na gut. Ich werde euch begleiten. Und ich sage dann so leise zu mir selber so. Vor allen Dingen, weil ich ihm nicht vertraue. Verdammt. Nein. Was? Beziehungsweise du könntest einen Wurf auf Wahrnehmung machen. Ich hab's darauf. Wie lange dauert das denn, Doktor? Dein Trip? Mit Sicherheit nicht länger als einen Tag. Ja, wir haben ja genug Zeit. Wer kann denn vorherstellen, von uns der Pilot eigentlich? Naja. Hatten wir einen Piloten? Brauchen wir einen Piloten? Ich kann zumindest einigermaßen fliegen. Ja, wieder zu Hause würde natürlich Dr. Tod. Kevin! Kevin! Ja, Meister? Aber Meister, ich dachte, ich wäre euer Assistent. Ja. Du bist unsere Putzfee. Weißt du, Kevin, das ist jetzt schwierig, das zu sagen, aber mach einfach. Ja, Meister. Da geht's so geknickt raus. Kevin! Ja? Kennst du den Stinky Gorm? Ich hab schon mal von ihm gehört. Also wenn er hier hinkommt, dann ihm Unterkunft und etwas zu essen. Nun, wir haben nichts mehr zu essen, Meister. Ach, haben wir nicht mitgebracht? Wir hätten doch eine Ladung da mitgebracht. Ja, ihr hattet erzählt, dass eine Lieferung ankommen sollte, aber bis jetzt ist sie noch nicht da. Die hast du noch nicht abgeladen? Kevin, das ist alles deine Schuld. Aber sie ist ja noch nicht da, Meister. Das ist deine Schuld. Kevin. Ja, Meister. Wir geben ihm... Du hast jetzt ein bisschen Geld bekommen. Ich würde ihm jetzt auch 100 Credits geben, dass er mir 3 Essensrationen kauft bei dem einen Typen, der die verkauft. Ja. 400. Das sind dann 9 Rationen, ne? Ja. Jawohl. Ja, meine Herren, selbstverständlich gehe ich über die Straße, um euch etwas zu essen zu kaufen, weil das für euch zu weit ist, scheinbar. Sehr nett. Wär nicht frech. Warum wollt ihr denn einen neuen Assistenten? Das frage ich mich auch. Ja, dann lernt Kevin an. Echt schon? Ja, aber solange du kein Geld dafür, solange du kein Geld dafür nimmst, kannst du auch keinen Assistenten bezahlen. Genau, und Kevin kostet kein Geld. Es geht darum, den Menschen zu helfen und nicht darum, nicht Geld zu machen. Aber hier will jeder Geld verdienen. Auch wir müssen Geld verdienen zum Essen und so. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, dass du keinen finden wirst, der das umsonst macht. Das ist schon eher wahrscheinlich. Alles. So, wenn wir unsere Ration haben, würde ich sagen, wir brechen schnell auf. Wie gesagt, Kevin, wenn Zinky Gorm hier hinkommt, dann soll er hier unterkommen. Raus. Ja, Meister. Und Kevin? Ja? Überdenk mal ein bisschen deine Position hier. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu nett mit dir.
Dahl würde allerdings sich schlafen legen, da er in dem Duell ordentlich was einkassieren musste und Kaspar ist immer noch in seiner Kammer, wo eigenartige Geräusche rauskommen. Er kann die für sie, die sind vollkommen loyal, die tun alles, was er sagt. Alles. Aber die haben keine Geschlechtsteile, aber. Alles. Hab ich nie gesagt. Die haben nur noch Löcher. Ja. Und sie haben Nasen. Haben sie Nasen? Natürlich haben sie Nasen. Ja, weiß ja nicht, ob das mehr, ob die humanoid sind. Also die tun alles. Sie tun alles, was er von ihnen verlangt. Alles. Egal, ob es ihr eigenes Leben gefährdet oder ihre ihr Ansehen bei ihren Freunden senken würde. Wirklich alles? Würden sie für uns arbeiten? Nicht für euch, für ihn. Würden sie für ihn arbeiten und Geld verdienen? Sie können sich nicht allzu weit von ihm entfernen, also es macht keinen Sinn, ihn zu schicken. Wir hätten den mal auf Huron lassen sollen und dann hätten die einfach da ein bisschen währenddessen einfach ein bisschen auf der Farm oder da irgendwo arbeiten sollen, hätten sie zumindest ein bisschen Nutzen gehabt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Kaspar niemals auf die Farm gegangen wäre, um da zu arbeiten. Psst. Nein, er nicht. Er hätte sich ja daneben legen können. Ja. Okay, also ihr steigt in den Flieger. Ja. Okay. Jawohl. Dann der Pilot, der das Flugzeug steuert, gib mir bitte einmal einen Pilotwurf. Seit wann das denn? Seit ich das gerade entschieden habe. Was war das nochmal? Steuern. Wer hat da die besten Würfel? Ich habe 3. Du solltest fliegen. Was hast du, Dr. Tod? Nein, und daneben, bei Gewandtheit? Okay, dann muss ich wohl steuern. Ja, musst du. Du schaffst es gerade mal so, die Koordinaten in den Bordcomputer einzugeben. Dieser Abflug ist ein kleines bisschen holprig, denn der Autopilot funktioniert nicht für Intra-Orbit-Flüge. Das heißt, du musst wirklich selber lenken. Es dauert. Du brauchst wirklich lange, um die Koordinaten zu finden. Allerdings, nachdem ihr wirklich stundenlang gefühlt ziellos durch die Aschewüsten geflogen seid, scheinst du irgendwo aus dem Cockpit heraus eine kleine, befestigte Holzsiedlung zu sehen. Wir sollten ein wenig außerhalb landen. Kurz darauf versuche ich mein Bestes, das Gefährt zu landen. Etwas abrupt vielleicht. Ja, du schaffst es. Allerdings, das ist jetzt keine Landung, wo man sagen würde, niemand um euch herum würde euch bemerken. Ja, das ist laute Triebwerke, lautes Geräusch, als du aufknallst. Du hast auf jeden Fall euch verraten, als ihr angekommen seid. Ah, das sieht eklig aus. Du kommst an eine mit Palisaden versehene Mauer, wo eine krank aussehende Wache steht. Sie stützt sich gerade so auf ihren Stab und guckt dich voller Desinteresse an. Oh, guter Mann, ihr seht krank aus. Kann ich euch irgendwie helfen? Oh. Nein, mir geht es blendend. Aus, als würde euer Bauch, eure Haut transparent sein. So wie es das Väterchen möchte. Ich werde mich niemals über seine Geschenke beschweren. Selbstverständlich. Nur die er liebt, kriegen seine Geschenke. Sibylle ist eine Frau. Sigilla vielleicht. Nee, der hat eine Sibylle drin.
Eine Sigille. Einfach ein Zeichen. Ich habe hier Sibylle hingeschrieben. Ja, also du hast jetzt wirklich eine von den Frauen aus dem Lustkeller mitgenommen. Mhm. Nein, aber du zeigst ihm dein Tattoo, ja? DPS. Er guckt das an und sagt, ich wusste doch, dass sich der faulige Geruch von ihm umgibt. Wie kann es sein, dass er noch steht? Er gibt mir Kraft, verstehst du das nicht? Seine Geschenke sind wunderschön. Sie geben deinem Körper ewiges Leben. Was? Habt ihr das gehört? Ja, sind wir auf der Spur des ewigen Lebens. Ich drehe mich immer zu Lannister, bin etwas angeekelt und sage, ewiges Leben wird irgendwie ein bisschen überschätzt, oder? Dr. Tod pummelt an der Wache einfach rum und macht den Mantel auf. Und, hier, seht es euch an, kommt näher. Seht euch diesen Bauch an, ich sehe die Gedärme. Nee, danke. An den Gedärmen zeigen sich so ein paar Maden, die sich dadurch das Fleisch fressen. Und spürt ihr das? Und Dr. Tod drückt so drauf. Nee, will ich auch nicht. Der ist zu träge, um da irgendwas gegen zu machen. Ist was? Zu träge. Der hat da kein großes Interesse, was gegen zu tun. Und wenn ich hier drücke, tut euch das weh? Mein Freund, mir tut gar nichts weh. Unser Vater würde es niemals zulassen. Versuche herauszufinden, was da los ist. Alles medizinische Wissen, was du in deinem Leben jemals gelernt hast, erklärt dir nicht, wieso dieser Mensch noch steht. Eigentlich müsste der tot sein. Eigentlich müsste der tot sein, mein guter Freund. Das ist ja unglaublich. Ich hab's nicht. Ja, und was? Darf ich die mitnehmen und in meinem Labor untersuchen? Nein. Und jetzt hör auf, mich anzufassen. Das fällt mir sehr schwer. Ich denke, worauf ich überwinden kann. Also das ist ja wirklich unfassbar hier. Wie kann das sein? Gibt es jemanden, der mir all meine Fragen hier beantworten kann? Ja, selbstverständlich. Drin. Könntest du jetzt endlich mal die Klappe halten? Ja, sieht man noch nicht. Dann lass mich rein. Das mit dem Klappe halten würde ich nicht erwarten. Dann will ich den Ältesten hier sprechen. Von eurer Gemeinde, wie würde seid ihr denn? Es kommt drauf an. Mal verlässt uns einer, mal kommen welche dazu. Und er öffnet dir die Tür und du kannst es selber mal angucken. Ja, und vor dir ist ein Anblick, das jeden anderen Menschen sofort verzagen lassen würde. Also normalerweise, wenn ein Mensch in diesen Ort kommen würde, würde er entweder sich übergeben und sofort wieder wegrennen, oder er würde dabei zugucken, wie seine eigenen Augäpfel sich gerade auflösen. Es stinkt, überall ist irgendwelches Gefiech und Gefleuch, überall wimmelt es und egal wo du hinguckst, du kannst nicht über irgendeine Leiche treten, die gerade scheinbar erst verendet ist und an denen noch irgendwelche Maden und Raben rumknabbern. Ach, wisst ihr, ich muss da dringend noch was lesen über diese eine politische Front. Ich habe auch noch mein Pad im Flugzeug gelassen. Wir sehen uns später. Du hast es trotzdem schon gesehen und du bekommst auch einen Verderbnispunkt. Ich auch einen? Oder? Ja. Kann ich noch was Schlimmeres kriegen außer Verderbnis? Also Schaden oder so von dem beißenden Gestank? Nein. Also der wird dir zwar für die nächsten Tage in der Nase sitzen, aber Schaden kriegst du nicht. Du kriegst Verderbnis. Okay, ja. Du bist schon weg, ne? Ich habe jetzt Verderbnis 5. Du hast Verderbnis 5? Alles klar. Ich bin bei 4. Okay. Und du bei? Ich bin auch bei 4. Okay, alles klar. Ja, Dr. Tod hat das gar nicht mitgekriegt. Der ist direkt rein und der kniet hier direkt bei der ersten Madenansammlung, dem ersten Toten oder dem Liegenden, der da liegt. Der ist nicht tot! Ein bisschen zuckt die Leiche noch, das stimmt. Und aus seiner Brust heraus ist ein riesiges, rostiges, wunderschönes Schwert. Du hast noch nie in deinem Leben sowas Wunderschönes wie dieses Schwert gesehen. Ja, anscheinend ist dieses Schwert so wunderschön, dass Dr. Tod erstmal seinen ärztlichen
seinen ärztlichen Schwur vergisst und dieses Schwert so einmal rauszieht. Die Leiche stöhnt einmal, während du es rausziehst, und hat ihren. Der aufgequollene Bauch platzt so ein bisschen auf, während du das Schwert rausziehst. Ich bin im Shuttle, also im Flugzeug. Ja. Ich würde einmal kurz die Stimme befragen. Ja. Und zwar würde ich sie fragen. Die ist ja wirklich aus, oder? Also, ich dachte, du wärst jetzt. Jetzt sind alle außer mir raus. Ich dachte, du wärst jetzt gegangen, weil das so richtig ist. Ich dachte auch erst, ich wär's gewesen. Aber das ist ja schon mal erleichternd, dass es nicht an mir liegt. Achso, die gehen nach unten. Ja, ja, in Separé. Der redet jetzt mit der Stimme. Ja. Ah, das ist ja wirklich. Hätte ja alles, was an der Uni gelehrt wird, falsch. Desinfektion, Sterilität. Mit sehr gerümpfter Nase trete ich auch ein. Ja, während du es hochhebst, bemerkst du oder du spürst diese Kraft, die davon ausgeht. Du spürst wirklich, als ob dieses Schwert auf dich gewartet hätte und dieses Schwert möchte bei dir sein. Während du es hochhebst, siehst du richtig, wie da so grünliche Tropfen von der Klinge runterfallen auf den Boden und da dann schwarze Flecken hinterlassen. Der Tod würde einmal an so einem Tropfen lecken. Ja. Du kriegst zwei Verderbnis. Ja. Nice. Alles klar. Es wird Zeit für den ersten Verderbniswurf. Meinst du nicht, das wäre ab 5? 5 ist der Schwellenwert. Ab 6 wird der erste Wurf gemacht. Okay. Okay. Moment, ich gucke gerade selber. Das ist wieder so lange her. Der Einzige, der bis jetzt einen machen musste, war der Yannick. Ich glaube, der hat den versagt, ne? Der hätte auch mindestens zwei bekommen sollen. Nach der letzten Runde. Das stimmt. Der war schließlich. Der hätte was. Ja, mit dem Trank. Da ist er was entgangen. Ja, hier Dr. Tod hat hier gerade die übelsten. Ja, also Desinfektion und so, das wird er jetzt nie wieder machen. Desinfizieren und so. Kannst du addierst jetzt das höchste und das niedrigste Attribut deines Charakters. Okay. Das heißt, wir gucken mal hin zusammen. Das heißt, bei dir Charisma mit 1. Und entweder Intelligenz oder Initiative mit 5, ne? Also 6. Ja. Das ist ein Würfelpool. Und du musst eine Schwierigkeit, also einen Wurf damit einfach machen und Erfolge zählen, wie also man es kennt. Einfach 6 Würfel jetzt. Genau, eine Sekunde. Ja, genau, mach mal. Ja, alles klar. Du würfelst jetzt einen. Moment, lass mich ganz kurz gucken. Ja, du würfelst jetzt eine Münze. Was? Also einfach nur ein D2. Achso, okay. Kannst du für mich würfeln? Ich kann dir irgendwie das nicht hin. Roll D2. Hast du nicht links das Würfelsymbol? Ja, aber das ist ein D4. Was ist da los? Also wir können auch ein D6 nehmen oder ein D4 und dann einfach durch 2 rechnen. Das kommt ja. Also eine 2, ne? Ja. Genau, und jetzt würfelst du bitte einen W66. Kannst du einfach zweimal so 6 würfeln. Den gibt's so im Charakterbogen. Was? Ein W66? Ja. Im Charakterbogen? Ja. Es gibt einmal ein D6, kannst du würfeln, D3. Und D66. Ah, neben Zorn. Darf ich den noch würfeln und so? Moment, oh, hä? Der ist da oben beim Modifikator Zorn. Sieht mir hier lang. Hä?
Ach, Tatsache, hab ich. Ach krass, hab ich wirklich noch nie gesehen. Ja, nee, klar, mach. Ja, 63, alles klar. Nice. Nice. Du darfst noch einmal einen 66er würfeln. Oh ja, Mann! Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich glaube, mit dir können wir nirgendwo mehr hingehen, habe ich so das Gefühl. Ja. Ah, okay. Weißt du? Ich hoffe, das kann man irgendwie verstecken. Ich auch. Lass mich einmal gucken, was es bei dir ist. Das sind jetzt nämlich irgendwie so 10 Seiten unterschiedlicher Mutationen, die du jetzt hast. Was? 10 Seiten unterschiedlicher Mutationen. 10 volle Seiten nur mit Mutationen oder was? Ja. Weil was? Ist, also der D2, also der Münzwurf, den du machst, der entscheidet, ob du ein mentales oder ein körperliches Mutationstrauma bekommst. Du hast körperlich, ja. Genau. Oh, die, ja. Die 66, die du gewürfelt hast, weil du so hoch gewürfelt hast mit der 63, musstest du auf der Tabelle für schwere körperliche Mutationen würfeln. Also, je höher du, desto schwerer. Oh nein! Genau, je höher, desto schlechter, kann man grundsätzlich sagen. Hättest du jetzt nochmal eine 64 gemacht, dann wärst du, kann ich ganz kurz vorlesen, der fleischgewordene Warp. Du wärst ein dämonenähnliches Wesen verwandelt worden. Also du bist 2 Punkte davon weg, in den Dämonenrang aufgestiegen zu sein. Was? Das hätte die komplette Kampagne zerstört. Kann ich einen Zornpunkt dafür ausgeben? Nein, dafür gibt es keinen Zornpunkt. Soll ich dir deine jetzige Mutation schreiben oder soll ich dir offen sagen? Ja, wenn sie offen zu sein ist, dann kann ich so sehen. Ganz genau. Ja, sag offen, klar. Okay, also das Ding ist halt, ich kann euch schon mal so viel sagen, der Yannick hat ja auch eine Mutation, die habe ich ihm, die kennt ihr natürlich nicht. Ne? War das eine körperliche oder eine geistige? Wenn sie körperlich wäre, hätte ich euch sie schon, oder als wenn sie sichtbar wäre, hätte ich sie euch schon gesagt. Ne? Aber, okay. Ja. Also, du bist gequält. Der Körper des Charakters wird durch die Verderbnis zerrüttet, die unentwegt durch ihn hindurchfließt. Neue Wunden tun sich auf, doch bevor die alten gänzlich verheilt sind. Aus ihnen sickern unablässig Blut und Eiter. Der Körper wölbt sich vor Geschwülsten, von denen einige in unnatürlichen Winkeln aus dem Körper hervortreten. Der Charakter bleibt in einem Zustand der ständigen Qual. Doch diese Veränderung härtet den Mutanten ab, wodurch er immer schwerere Verletzungen zu überleben vermag. Der Effekt, der Charakter erhält 3 Lebenspunkte hinzu. Der Charakter erhält +2 Würfel auf Einschüchtern-Tests. Er leidet jedoch eine Erschwernis von +2 Schwierigkeitsgrad auf Überredenstest, wenn er mit Charakteren interagiert, die nicht das Schlüsselwort Chaos besitzen. Für euch also quasi jeden. Schlüsselwort Chaos, ist das ein Schlüsselwort, was du hast? Ihr habt das, also alles, was Chaos anbietet, hat das Schlüsselwort Chaos. Ja, aber es gibt ja auch Leute, die nicht offen das Chaos anbieten, zum Beispiel. Ja, aber die haben trotzdem das Schlüsselwort Chaos, egal ob sie es offen oder nicht. Das heißt, das zählt dann bei dir. Ja, genau. Also da die Information haben wir nicht, okay. Genau. Dann trag dir das bitte nur irgendwo ein. Du Scheiße. Ich war ganz fasziniert und habe mich gefragt, ob das schon das Geschenk des Nurgles ist. Wahrscheinlich. Das klingt absolut danach, deswegen auf jeden Fall ist das Geschenk des Nurgles. Das passt gerade wirklich wie Arsch auf Eimer. Aber ich habe mit Schlimmeren gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte, der wird jetzt hier zu einer... Naja, Ball oder so. Er ist ein Ball. Er ist genau. Er blutet überall Eiter aus dem Körper. Ja. Ich dachte, das wäre nur aus. Nicht wieder ins Schiff. Ich dachte, das wäre nur aus Wunden, die entstehen. In der Nein, Zukunft. Es entstehen ja die ganze Zeit neue. Jedes Mal, wenn er sich irgendwo hinsetzt, reißt sein Körper auf und irgendeine neue Wunde entsteht. Oh nee. Er kommt auf gar keinen Fall wieder ins Schiff. Ich hab doch die lange Robe an, Leute. Ja, dann sichert der Scheiß unten raus. Ja, der kommt die ganze Zeit unten raus. Ich muss mir denken. Der putzt dann die ganze Zeit hinter dir her, Nee, aber jetzt mal, was wäre jetzt eigentlich passiert, wenn er jetzt wirklich zu einem Dämonen auf einmal geworden wäre? Oh, also wenn jetzt eine 64... Bei 64 plus, also wenn du zweimal über 64 würfelst, über 63 würfelst und dann einmal über 64, der Charakter wird in eine dämonenähnliche Wesenheit verwandelt. Er erhält Flügel, was? Wirtling und Hörner, Stacheln, Fangzähne oder Klauen. Der Mutant muss 2 weitere schwächere Mutationen auswürfeln und erneut auf der Tabelle für schwere Mutationen würfeln. Wenn er das Ergebnis der fleischgewordene Warp ein zweites Mal würfelt... Moment. Achso, ja. Der fleischgewordene Warp, der Charakter beginnt, eine ihm inwohnende Fähigkeit zu ergründen, die Realität zu überwinden. Was, Moment. Der Charakter beginnt, eine ihm inwohnende Fähigkeit zu ergründen, die Realität zu überwinden, beeinflusst von der Menge an Verderbnis, die jetzt durch ihn strömt. Effekt. Der Charakter kann jedes andere Attribut durch seine Willenskraft ersetzen, wenn er einen Test ablegt. Darüber hinaus leidet der Charakter unter den Auswirkungen aller anderen erhaltenen Mutationen. Also du bist praktisch ein
ein Warp-Monster, du bist dann ein Dämon. Dann wäre halt die Kampagne zumindest für die nächsten 6-7 Sitzungen erstmal vorbei gewesen, weil den hätte man nicht mehr zurücknehmen können, also nach Tigana Primaris nehmen können, oder? Das wäre auch absolut aufgefallen. Ja, hätte ich irgendwie überlegen müssen, das ist nicht mein Problem, ne? Dankeschön. Nein, also kannst du mir noch wir mal... Wir hätten ihn da gelassen. Ich bin immer noch dafür, dass wir ihn da lassen. Du erhältst 3 Lebenspunkte. Ich dachte, wir wollten subtil arbeiten. Die Würfel. Die sind manchmal einfach... Ich glaub's jetzt einfach weird. In unseren Chat. 3 Lebenspunkte, was noch? Ja, genau. Mhm. Und plus kannst 2 extra Würfel auf Einschüchterungstest. Genau, das können wir gleich eigentlich direkt bei dir reinbringen. Beim Charakterbogen. Kannst du es so machen. Achso, okay, stimmt, habt ihr recht. wo sind denn meine Lebenspunkte? Wunden. Genau, du müsstest 9 haben. Ja, dann habe ich jetzt 11. Nee, 12. 12. Plus 3. Einfach doppelt so viel wie ich. Genau, damit bist du auch schwer verwundet. Ab 6 ist die Hälfte, genau. Okay. Und hinten, ne, dein aktuellen Leben, sind ja auch 12. Wir haben einen Tank. Ihr habt einen Tank, ja. Ja. Das passt perfekt, weil Nurglings sind immer die Tanks. Ja. Genau, dann schreib dir am besten mal bei deiner Archetyp-Fähigkeit, da wo Brutal, Erste Versorgung und Brutalist sowas steht, kannst du dir drunter schreiben einmal, dass du jetzt gequält bist. Oder weiß ich schreib's eben rein, das geht schneller. Ja hier vorne. Aber liegen. Zähigkeit hat er nicht bekommen, oder? Nee, tatsächlich nicht, nur Leben. Mhm. Okay. Das ist aber tatsächlich auch was zu Nurgle passt, weil Nurgle hat eher, die tragen keine dicken Rüstungen oder sowas, sondern die interessiert es einfach nur nicht, wenn ihr Körper zerstört. Ja, aber das ist ja auch Zähigkeit, also Rüstung ist ja... Ja. Also halt auch Damage einzustecken oder... egal. Also du schreibst mir eben rein, ja? Ja, genau, ich schreib gerade. Okay. Dann war noch was ich nicht ganz verstanden habe. Was denn? Danach kam noch irgendwas... Genau. Du erhältst 2 Würfel auf Einschüchterungstest, weil du jetzt einfach mega eklig aussiehst und jeder vor dir Angst hat. Aber du hast eine Erschwernis von plus 2 auf Überreden. Das heißt, du, also keiner, also alle, die nicht Chaos sind. Jeder, der jetzt kein Chaos-Anbeter ist, lässt sich von denen nicht mehr so leicht überreden. Ja. Was hast du bei Überreden? Nicht viel. Da hatte ich nicht drauf. Minus 2 auf Überreden. Ich glaube, du hast da nur einen, oder? Ein Würfel ins Nee, aber das musst du jetzt nicht einteilen. Das ist ja wie gesagt nur auf Charaktere, die nicht dem Chaos angehören. Das heißt, auf deine Kameraden oder auf alle anderen passiert das immer noch normal. Okay. Das war's schon? Was heißt denn, das war's schon? Ich dachte, wäre noch irgendwas Cooles. Du hast gerade mal eben so 3 Leben aus dem Nichts bekommen. Ja, okay. Du bist noch hässlicher geworden, als du eh schon warst. Ja, man sieht das ja nicht. Ich hab doch eine Maske auf. Das stimmt. Man sieht ja wenig von seiner Haut. Man sieht nur, wenn ich mich bewege, dass unter meinem langen Umhang so gelblich-grüne, stinkende Schleim hin und wieder mal so daherziehe. Und manchmal habe ich so dunkle Flecken auf meinem Umhang von unten. Das ist allgemein. Wie kann das eigentlich sein, dass die anderen... Chaos-Anbeter, die nicht Nurgle anbeten, nicht von den Seuchen des Nurgle alle dahin raffen. Weil für gewöhnlich der eigene Chaos-Gott sie davor beschützt. Okay. Dann hoffe ich mal, dass ich hier beschützt werde. Aber auch die sind ja an sich die ganzen Seuchen sind ja an sich so ausgelegt, dass sie in der Kombination einen doch stabiler und stärker machen. Also dann schneidet den und dann quillen da so ganz viele Maden raus und die sammeln sich. Ja, die bei dir, aber auch die Seuchen, die an sich, die du dann verbreitest an andere. Genau. Es gibt Seuchen, die auch wirklich einfach nur darauf abzielen zu töten. Manchmal langsam, manchmal schnell. Das ist halt da, wie je nachdem, worauf der Väterchen Nörkel gerade Lust hat. Ich würde übrigens die Axt hier lassen, dafür dieses Schwert nehmen. Hat das irgendwelche Werte? Du kannst die Axt auch Lannister geben. Die hat keine Nahkampfwaffe. Das ist schon eine Pia. Willst du hier so. Kannst du mir geben, dann gebe ich sie Lannister. Wie nennen wir das Schwert? Calibur X? die Axt hat 6 plus 2 ED. Kannst du dir aufschreiben. Das Schwert hat tatsächlich genauso viel, nur dass es eben den Zustand noch vergiftet dabei hat. Da schreibe ich dir gleich. Kannst du dir aufschreiben, Lannister.
Eigenschaft. Ja. Wie viel Schaden? 6 bis 2. Idee. Eigenschaft vergiftet. Na gut, Schwert. Genau, das, die werden Seuchenklingen genannt. Ach, Seuchenklingen. Und dann kannst du dir bei den Spezial- oder bei den Dings unten reinschreiben. Ja. Ein Gegner, der damit vergiftet wurde mit einer Nörgelseuche, erhält 1d3 tödlichen Schaden am Beginn jeder Runde. Erhält 1d3 Schaden. Tödlichen Schaden, das ist wichtig. Tödlichen? Genau, also Schaden, der nicht geheilt werden kann, der direkt durch die Rüstung durchgeht. Also der wirklich von nichts abgefangen werden kann. Das ist einfach genauso wie mein scheiß Schmetterschlag. Vergiftete Gegner erhält 1d3 tödlichen Schaden mit Beginn der Runde. Lenny, hattest du dir das, die Axt aufgeschrieben? Ja. Okay. Das alles nur, weil du an diesem Schwert geleckt hast. Es ist noch nicht mal wirklich, was passiert in diesem kleinen Dorf, da alle rumhängen. Ja, dann bist du zur Chaosbrut. Ja, also jetzt nach diesem zuckenden, erhebenden Erlebnis, du hörst mich mehrmals schreien und, und anscheinend erlebe ich hier eine Reinkarnation, eine Wiedergeburt. Erhebt sich Dr. Tod und guckt dich an. Also die Maske, diese schwarzen Augen quasi in der Maske fixieren dich und jetzt verstehe ich. Ich bin noch angewiderter als vorher, auch wenn das eigentlich nicht gehen sollte. Ich bin komplett verstört von dieser ganzen Situation. Ist das Schwert so lang oder kann ich es auch so wie die Axt quasi so in meinen langen Ärmel tun? Ja, kannst du. Das ist ein einhändiges Schwert. So, das ist die ganze Zeit in deinen Ärmel getan, deine Axt. Habe ich, wenn ich jetzt mit der Stimme Kontakt aufnehme, höre ich wahrscheinlich nichts anderes als ja! Genau so. Im Prinzip schon. Du kannst gerade gar nicht mit der Stimme reden, die ist total glücklich, was gerade mit dir passiert ist. Ich habe auch ein absolutes Gefühl des Glücks. Es strömt mich einfach nur. Es ist einfach nur unfassbar, wie hochgefühlig jemand nichts anderes war. Und hab so das Schwert in der rechten, so nicht in der linken Hand und drehe mich so und aus meinen Ärmeln tropft so grüner, gelblicher Eiter so raus. Und ich drehe mich so, guck so nach oben in die Luft und drehe mich so. Und während du dich drehst, kommt eine der Figuren näher. Ein genauso wie du aussehender, dahinsiechender, aber trotzdem immer noch starker und kräftiger Mann, der sich vor dich hinstellt und sagt, ist das dein erstes Geschenk von Väterchen Nörgel? Das ist unglaublich. Ich brauche mehr. Ich brauche mehr. Ah. Ich will mehr. Du möchtest mehr. Es gibt eine Möglichkeit, dir mehr zu bringen. Ja, gib mir mehr. Dafür musst du dich aber erst einmal würdig erweisen für uns. Ja, was soll ich tun? Komm mit in mein Zelt. Du folgst der Spur aus Schleim, während er in sein Zelt zurückgeht. Ja, alles klar. Ich folge der Figur völlig. Kann ich folgen? Du darfst folgen, klar. Kann ich folgen. Okay. Wo auch immer du hin möchtest. Kann ich folgen? Ja, ich will da sicherlich nicht alleine stehen bleiben. Ja. Ihr kommt in sein Zelt. Ja, du kommst so ein bisschen später nach und hörst noch Dr. Tod so. Ich spüre jede einzelne Zelle in meinem Körper, die kribbeln und jucken und vibrieren. Das ist unglaublich. Und das ist erst der Anfang, mein Freund. Was? Es geht noch mehr? Stell dir vor. Richtiger Junkie. Das ewige Leben, gefüllt mit den Geschenken von unserem Vater. Ja. Er zeigt auf den Tisch, auf dem eine Karte ist. Auf dieser Karte erkennst du den Planeten, auf dem ihr euch gerade befindet, Tigana Primaris. Und er sagt,
Wir dürfen nicht die Einzigen sein, die seine Geschenke erhalten. Dr. Tod guckt kurz zu Risotos. Ja? Der guckt nur kurz zu dir und dann wieder auf die Karte. Okay. Ja. Die Alle Makropolen sind voll von armen Seelen, die Hilfe brauchen. Ich habe sie gesehen. Sie siechen nicht nur vor sich hin, sondern sie versuchen sich den Siechen zu entgehen. Das ist schrecklich, nicht wahr? Das ist furchtbar. Aber weißt du, wie wir ihnen helfen können? Manchmal muss man sie zu ihrem Glück zwingen, auch wenn sie es nicht wirklich wollen. Der Kranke braucht die Medizin. Genau. Und weißt du, wie die Medizin am besten an alle verteilt werden kann? Durch die Luft, durch das Wasser? Ganz genau, durch das Wasser. Er zeigt auf einen bestimmten Punkt in der Makropole. Dies ist die Hauptversorgung des gesamten Planeten. Es fängt erstmal mit einer Makropole an, aber von da aus kann es sich überall hin verbreiten. Wir brauchen einen, der es noch schafft, in die Makropole zu kommen, ohne entdeckt zu werden. Das wird nichts mehr. Ich möchte gar nicht mehr hier weg. Es ist so wunderschön hier. Kann ich nicht hier etwas tun? Nein. Wir müssen einfach versuchen, dass alles so aussieht wie hier, bis das Ganze zu einem riesigen Garten wird, gefüllt mit den wunderschönen Pflanzen und Lebewesen, die fettige Nörgel uns zur Verfügung stellen. Dieses Kribbeln! Oh. Also, tust du's? Natürlich, Nörgel spricht und ich folge deinem Ruf. Uns fehlt nur leider nur eine Substanz, die potent genug ist, um die Wasserversorgung auch wirklich stark genug zu vergiften. Nun, es gibt diverse Möglichkeiten, einen Erreger zu kreieren, der Nörgels Geschenke im Wasser erhältlich macht und sich dort vielleicht dupliziert. Ich überlege ein wenig. Soll ich auf Medicare würfeln? Du kannst schon mal gucken, ob du da irgendwas rausfindest jetzt oder ob dir jetzt was in den Kopf springt. Diverse biochemische Prozesse, die eventuell dafür Sorge tragen, dass wir. Aber ich muss natürlich die Grundsubstanz wissen. Was ist das Geschenk Nörgels, das ich in das Wasser mischen soll? Während du über die ganzen Krankheiten nachdenkst, die du in deiner Karriere alles schon mal kennengelernt hast, platzt unter deinem Auge ein riesige Eiterblase auf. Oh nein. Und dir fällt tatsächlich ein, du hast damals mal an einem Krankheitserreger geforscht, damals zu deinen Studienzeiten, der von der Inquisition als höchst gefährlich, höchst ansteckend deklariert wurde. Einziges Problem ist, der ist eigentlich aerogen, also über die Luft übertragbar und war jetzt nicht besonders gut im Wasser überlebbar. Wie käme ich an den dran? Also weiß ich, welche wie ich den herstellen kann? Also brauche ich dafür eine bestimmte Zutat oder merke ich das, weil mein Auge aufplatzt und da Eiter rauskommt und ich diesen Eiter nutzen könnte, oder? Der Eiter selber wird nicht nutzbar sein. Der Eiter ist ja nicht unbedingt mega infektiös. Naja. Der ist ja eher eine Reaktion auf deine Infektion. Du weißt aber, dass du den mit den richtigen Nährboden auf jeden Fall erzeugen kannst. Aber tatsächlich hier, dafür bräuchtest du dein Labor. Ja. Dr. Tod nimmt einmal so seine Maske ab und zeigt, was da bei seinem Auge ist. Unter dem Auge ist das aufgeplatzt oder ist das ganze Auge weg? Nein, das Auge ist total da. Okay, also unter dem Auge ist so ein großer, so eine große Eiterbeule entstanden, die aufgeplatzt ist quasi. Und jetzt sieht man auch, wie unter der Maske überall so kleine Ritze im Gesicht schon sind und generell so die Nase, alles war sowieso schon verfault und eine Nase hatte Dr. Tod schon gar nicht mehr unter der Maske und ich weiß nicht, ob Kryotos das noch aushält. Eine Verderbtheitsstufe kriegt. Nee, verderbt ja. Er auf keinen Fall, das hast du ja alles schon kennengelernt. Ich glaube, schlimmer wird's nicht. Aber so Platz laufen. Ja.
Und die Augen sind schon irgendwie, haben ihre, die Iris hat schon ihre Farbe schon vor langer Zeit irgendwie verloren und wirkt blass und ausgehöhlt. Dr. Tod nimmt so ein bisschen von der Eiterflüssigkeit, die aus dieser Beule sich so langsam nach unten ergießt, so langsam wischt er sich so ab, riecht so dran, also nicht vor an der Nase, hält er das so davor und leckt dann nochmal so dran und ja, ich könnte das versuchen, ja, setzt sich die Maske dann wieder so auf und ja, ich werde es tun, wie kann ich euch wiederfinden? Wir werden immer hier in der Nähe unterwegs sein. Wenn du hier in diesem Gebiet, der zeigt auf der Karte ein etwas größeres Gebiet, einfach nach uns suchst, wirst du uns schon irgendwann finden. Aber halte unsere Position geheim. Selbstverständlich. Es gibt Individuen, die das nicht verstehen würden, was wir hier versuchen, der Menschheit Frieden und Freude zu bringen. Genau. Nun geh. Verbreite die Geschenke. So leicht zombiehaft dreht sich Dr. Tod um. So eine Mischung aus Anakin Skywalker aus Teil 6 erhebt er sich so. Ein bisschen zombie-affin humpelt er so raus. Ich würde nochmal fragen, was denn diese Seuche genau mit der Bevölkerung tun wird. Also, wir wollen ja nicht genau erklären. Wir wollen ja nicht, dass die hier alle draufgehen. Nein, uns helfen. Erben wird daran keiner. Die werden sich einfach dem Nörgel zuwenden und die verstehen, was es bedeutet. Dieses Pieksen und Kribbeln. Ganz genau. Glaub mir, es wird großartig. Komm. Oh, ich müsste irgendwie vielleicht, damit ich in der Makropole ungesehen bleibe, müsste ich irgendeine Apparatur, habt ihr vielleicht eine Art Darm oder ähnliches, den ich mir umbinden kann, wo ich meine Absorbitäten einfangen kann. Meine ganzen Leute so auf den Schleim, den er hinter sich herzieht. Möchtest du einen Darm haben? Ja, ich möchte quasi einen Schlauch, eine Wärmflasche, die ich jetzt außerhalb meines Körpers unterhalb anbringen, wo ich immer die Flüssigkeiten aus meinen Wunden direkt einfangen kann, damit ich nicht so viel rumsuppe. Schnarchekatheter. Ja, genau, danke. Ja, sieh mal in dem riesigen Haufen Materie da drüben nach. Vielleicht findest du da das, was du brauchst. Ja, Dr. Tod würde sich. Denk mal, du machst einen Körper von der Palisade da rein. nein, kein Körper. Ich drehe mich um und lass mich so mit einem seligen Lächeln, lass ich mich so rückwärts reinfallen mit ausgebreiteten Armen. nach langem Durchsuchen findest du, brauchst. So lange suche ich gar nicht, aber es ist einfach so schön hier. Ja. Ich würde aus dem Zelt rausgehen und bemerke ich irgendwas, was irgendwie für mich relevant sein könnte, noch in diesem Camp. Ich könnte auch gerne mal auf Wahrnehmung würfeln oder so. Toll. Du siehst einen der Männer hier vorne, der, so wie es scheinbar aussieht, mit seinen Handbewegungen einen Schwarm Fliegen kontrollieren kann. Oh. Das bedeutet, du bemerkst eben. Ja, oder? Nee, dann machst du es auch noch. Ich würde ihn einmal ansprechen und ihn fragen, wie er diese Tiere kontrolliert. Mit der Macht meiner Gedanken und mit der Hilfe von Väterchen Nörgel. Ah, verdammt. Zum ersten Punkt. Wo habt ihr das gelernt? Oder habt ihr es einfach so? Das ist eine Fähigkeit, die ihr schon seit der Geburt habt? Nein, erst seitdem ich unseren Vater das erste Mal gesehen habe. In meinen Träumen. Okay. Das heißt nicht sonderlich hilfreich für mich. Ja, ich würde dann aber rausgehen, ohne auch was zu sagen. Du kannst es lernen. Oh, ich werde noch sehr viel lernen. Ein paar Fliegen zu kontrollieren wird mir sicherlich nicht viel bringen. Und dann gehe ich wortlos.
Er hebt seine Hand, gerade als du dich umdrehst, und seine knöchigen Finger gucken, also er zeigt so mit dem Zeigefinger auf dich. Und ein kleiner Schwarm Ratten fängt an, dir an den Beinen rumzulaufen. Rumzulaufen? Ja, sie versuchen sich so ein bisschen an deinem Bein festzuhalten, aber bewegende Menschen kennen die natürlich nicht, mal eben irgendwie die Beine hochklettern. Und mit dem Schnippen hören die aber auch sofort wieder auf. Ja. Eigentlich habe ich nichts, was ich dagegen tun kann. Was ist Psi-Bann nochmal? Psi-Bann ist, wenn ein anderer Psioniker versucht, eine psionische Fähigkeit auf dich zu wirken, kannst du das machen, um praktisch zu verhindern, dass er. Also du unterdrückst damit einen Psioniker in deiner Nähe. Ist das ein offener Angriff? Das wäre dann ein ganz normaler psionischer Angriff, genau. Dann mache ich das nicht. Also, wenn er mich jetzt in Ruhe lässt. Ja, also, er wollte dich damit nur so ein bisschen necken und zeigen, was er kann. Dann würde ich jetzt rausgehen. Zum Schiff zurück. Ja, also Dr. Tod braucht echt lange. Ihr müsstet den wahrscheinlich aus diesem Ding da rausholen. Mit Sicherheit nicht. Da warte ich lieber. Gehe auch zurück zum Schiff und berichte Lannister alles, was ich gesehen habe. Oder locker einen Tag. Die schlimmsten Sachen behalte ich für mich. Du wirst ein paar Tage brauchen, bis du den Getränk aus deinen Kleidungen rausbekommst, Chrysotas. Ja, das denke ich mir. Wenn er so weitergeht mit dem, dann können wir den bald irgendwo einschließen, damit er seine Sachen verzichtet. Ich fürchte, dass der Plan mit der mit den Patienten, das wird auch schwierig, da jetzt Leute ranzuholen. Ja. Ja, sie werden kommen, sagt Dr. Tod, der dann endlich dazu gekommen ist. Ein bisschen schief steht er da, so ein bisschen immer so zuckend, so leicht. Glückwunsch zu seiner höheren Stufe, aber komm mir bloß nicht zu nah. Ah, denk doch mal drüber nach, das ist doch unglaublich. Nein! Dieses Gefühl der Höhe. Und er zuckt wieder so ein bisschen. Oh, was hatte ich? Nagel. Nein, danke. Da hinten, der letzte Platz, das ist deiner. Ja, kichernd setzt sich Dr. Tod hinten in die Ecke und. Das geht nicht. Ich möchte Lannister daran erinnern, dass die Verehrer des ungeteilten Chaos auch Nurgle tolerieren. Ja, ich glaube, wir ihn ja. Genau. Sie, ich schmeiß ihn nicht aus dem Flugzeug raus. Ja, vielleicht auch ein bisschen mehr als tolerieren. Nein, ich toleriere seinen Aspekt. Ich muss ihn aber nicht favoritisieren. Ja gut, wir fliegen wieder zurück. Alles klar. Der Weg zurück ist ein bisschen einfacher, weil die Makropolen sieht man natürlich immer irgendwo am Horizont. Ihr schafft es sicher auf dem direktesten Wege dahin zurück. Mhm. Ihr seid wieder zurück. Doc, du schaffst es relativ ungesehen und ohne deine Körperflüssigkeiten zu verlieren wieder ins Haku zurück. Ja, ich müsste den dann immer so einmal am Tag irgendwie ausleeren oder so, diesen Katheter, den ich mir da gelegt habe. Ich würde einmal zur Toilette gehen und kotzen. Kevin, das müssen wir auch bewahren. Kevin klopft dir so weiter auf die Schulter und sagt, alles gut, so habe ich auch das erste Mal reagiert. Kevin! Ja, Herrin? Geh und putz das Flugzeug. Ja, sofort. Dr. Tod hat jetzt seinen speziellen Platz. Imprägnier den bitte. Selbstverständlich. Haben wir sowas? Ja, irgendwas findet ihr da schon, womit er das Mutz festmachen kann. Einfach ein bisschen Dreck drüber. Der Dr. Tod würde sich auf jeden Fall direkt in sein Labor machen. Mhm. Und, Kevin! Keine Besucher heute! Kevin ist das Flugzeug putzen. Genau, Kevin ist nicht da. Er hat in die Richtung gerufen, also ist ihm egal. Ja. Schließ einfach die Tür ab, Doktorchen. Er wird ja auch die Tür geschlossen, das Schild, was Kevin für gebaut hat.
wird er umdrehen angeschlossen und oder die Neonleuchte, so eine grüne Neonleuchte, die extra nicht so wirklich funktioniert, immer open close. Ja. Docs Praxis. Open close würde er in close umwandeln und ja, würde sich hier auf jeden Fall jetzt daran machen, diesen Erreger zu kreieren. Mhm. Und ja, fällt mir, während er das macht, braucht er dafür länger oder wie? Du brauchst dafür sehr, sehr lange. Das ist nicht mal eben so einfach einen der gefährlichsten Erreger zu kreieren. Ja, oder ich meine, fällt mir auf, fehlen mir irgendwelche Substanzen? Dir fehlt extrem viel. Dir fehlt der richtige Nährboden, dir fehlt der richtige Grunderreger und dir fehlen eben auch die Möglichkeiten, den mutieren zu lassen. Okay, aber theoretisch, wenn ich diese ganzen Sachen zusammenbekomme, dann kannst du dich an die Arbeit machen, die auch noch ein bisschen dauert. Das Labor ist ausreichend dafür, den herzustellen. Oder brauche ich auch Das auf jeden Fall. Das reicht erstmal. Okay. Jetzt habe ich echt nicht so viel Ahnung von Medizin oder sowas. kannst du mir eine Liste geben oder sowas von Sachen, die ich brauche? Oder? Ja, kannst du mir eben selber mitschreiben. Das sind die drei Dinge, die ich gesagt habe. Ja. Du brauchst einen Nährboden, du brauchst den Grunderreger. Und du brauchst irgendwas, um ihn mutieren zu lassen. Irgendeinen Katalysator. Geht zum Beispiel teilweise bei einer anderen Erregung, wenn du die miteinander kreuzt. Nur noch einen anderen Erreger. Dürfte, glaube ich, das einfachste sein. Ja, stimmt. Hier in der Untermakropole gibt es sicherlich genug Krankheiten. Ja. Ich habe leider überhaupt keine Vorstellung, was das genau jetzt bedeutet, was ich da jetzt machen muss. Weil in Bio war ich eine echte Niete. Ja, ich könnte ja auch nichts dazu sagen. Ich werde leichte Hints droppen, wenn du... Wenn du so ein bisschen Erde siehst, dann ist das bestimmt der Nährboden. Nee, eigentlich brauchst du medizinischen Nährboden. Ja, irgendwelche Bio... Biomasse. Nicht, Organe habe ich ja noch. Warum guckst du nicht im Abfall einer Klinik? Da findest du bestimmt alle möglichen Sachen. Keine Untergrundklinik, das nutzt nichts, sondern einer von den großen Kliniken. Von den offiziellen Kliniken. Ja, da wird uns unsere Reise bestimmt mal hinführen, in die Richtung. Wobei, gibt es in der Untermakropole so Kliniken? Wahrscheinlich eher in der Obermakropole, ne? Ja, in der mittleren Makropole wird es auch eine geben. Es wird auch garantiert so ein Notfall-Lazarett in der Untermakropole geben. Aber man muss ja schon sagen, die Qualität des biologischen Abfalls unterscheidet sich natürlich dementsprechend. Meinst du, der von den Reichen ist qualitativer? Ja. Ja. Ja, hier ist das wirklich so, ne? Ja, ihr habt einen relativ langen Tag hinter euch. Relativ ereignisvoll. Traumatisch. Sollen wir für heute einen Cut machen oder habt ihr noch Lust auf mehr? Ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Sinn das jetzt noch macht, noch ein neues Abenteuer zu beginnen. Also das Einzige, was ich jetzt sagen würde, ist, wir können von mir aus super gerne einen Cut machen. Ja. Fühlt sich gerade richtig an. Das fühlt sich auf jeden Fall richtig an. Das Einzige, was ich jetzt noch im Kopf hätte, wäre, dass Dr. Tod jetzt die Kliniken abklappert. Das könnte man natürlich jetzt noch ausspielen, aber ich weiß auch nicht, ob wir das müssen. Ich Kevin schicken kann. Nee, ich glaube, da kannst du tatsächlich Kevin schicken lassen. Der kennt sich auch ein bisschen mit dem ganzen Zeug aus und weiß, was gute Krankheiten und gute Erreger sind. Wenn du nicht immer Kevin für dich allein Beschlag nimmst. Ja, dann gib ihm doch mal einen Auftrag. Hab ich doch. Ja, damit ist er jetzt fertig. Er ist schon zurück. Ja, gut. Kevin, ich brauche einen Nährboden, einen Grund. Jetzt ist er doch noch Assistent genug. Ja. Kevin, du warst ja so geknickt darüber, dass ich mir einen Assistenten suche. Du hast die Chance, dich zu beweisen auf den Posten. Brauche biologische Grundsubstanzen, eventuell aus den hiesigen Kliniken Krankheitserreger und nun Labor
Utensilien verschiedene. Wenn du mir die besorgen kannst, dann brauchst du nicht mehr weiter einen Assistenten für mich suchen. Moment. Der Würfel jetzt auch, ob er das über dich hintergeht. Und während du das machst, Kevin, schau, ob du irgendwelche Informationen findest über die und die Politiker. Möglichst schmutzige Informationen. Ich kann's versuchen, meine Herrin, aber versprechen kann ich nichts. Fang dich an? Ja, Meister. Und Kevin ist weg. Was ist hier eigentlich für ein politisches System auf dem Planeten? Grundlegend ist immer so ein Adelssystem. Der Gouverneur ist immer der oberste Adlige. Ist aber im gesamten Imperium ist es ein Messerstecherei, Diffamierung, schmutzige Systeme, teilweise eben auch offener Mord und Anhängen von irgendwelchen schmutzigen Geheimnissen und dem Ausnutzen davon, dass man eben selber in die Macht kommt. Also die obere Makropole, die besteht aus Hyänen und aus Giftmischern, die sich gegenseitig umbringen würden, um eben selber an die Macht zu kommen. Das heißt genauso wie bei unserem anderen Abenteuer davor. Ja. Es ist halt immer wieder möglich, dass ein normaler Mensch in den Adelsstand aufsteigt. Ne? Das hat natürlich meistens mit entweder sehr viel Geld oder eben sehr viel Wissen über die anderen zu tun, ne? Dass man eben ausnutzen kann. Plus eine Prise heroische Taten. Ja, das macht sich auch immer sehr gut, auf jeden Fall. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Gouverneur irgendwie ein Kriegsheld von dem Planeten ist, der wie bei der Verteidigung was Besonderes gemacht hat oder sowas. So sind wir nicht die Verteidiger. Gut. Nur aber, wenn wir die Steuern erhöhen müssen, weil das Imperium das so fordert, gerade in Untermakropolen, dann können wir doch nichts dafür. Aber wir treiben die Leute weiter weg vom Imperium. Wo spielst du hinaus? Zum Beispiel. Wie man das politische System ausnutzen kann, um die Leute vom Imperium weg und zum Chaos hintreiben kann. Aber ich meine jetzt, welche Rolle spielen wir denn da drin? Weil wir haben ja noch keine Macht irgendeine Weise. Aber das, dahin will ich ja. Achso, du willst Steuern eintreiben, jener Untermakropole. Nein, sie will einfach nur ihre Macht missbrauchen, um dem Volk zu zeigen, dass das Imperium... Ich meine halt einfach, dass du eine administrative Rolle in der Untermakropole einnehmen möchtest, so. Nein, sie möchte Politikerin werden und Gesetze erlassen. Ja, das dachte ich auch, aber... Weil du jetzt hier meintest, dass wir irgendwie die... Ja, ist ja egal. Ich will das komplette System ausnutzen. Steuern erhöhen und das dann anderen in die Schuhe schieben. Wow. Im Übrigen, den Reichen dabei erklären, nee, ihr müsst nicht mehr zahlen, ne? Die damit in die Korruption weitertreiben. So treiben wir sie alle weiter Richtung Chaos. Im Übrigen denke ich auch, dass die Seuche, die hier vertrieben wird, Leute zu dem Doktor kommen lassen könnte, der da Heilung verspricht und dann kann der Doktor vielleicht die davon zu überzeugen, den Schmerz genießen und ihn nicht versuchen wegzumachen. Ja, du kannst ja vielleicht mit kleineren Krankheiten mal anfangen. Ja, jetzt geht das vielleicht, dass du jetzt irgendwie andere, vielleicht da ein bisschen experimentierst, wie gesagt, andere Krankheiten vielleicht, und weil wenn du jetzt halt direkt die ganze Makropole halt vergiftest, dann können halt schlecht alle zu dir rennen, so, weil du bist ja auch nur ein Arzt. Du musst ja erstmal klein anfangen. Zum Beispiel, wenn du regional anfängst und die Kinder werden krank. Und ausgerechnet du hast das Heilmittel. Gibt's hier Kinder? Kinder? Also jetzt ist ja erstmal das Charakterbuilding insoweit abgeschlossen. Ich sprach jetzt nur von krank, nicht von dass tot. Dass er jetzt wirklich die Krankheit als die Lösung ansieht und nicht mehr versucht, die Krankheit irgendwie zu bekämpfen. Naja, ich glaube, das ist so ein bisschen zu manipulativ, was... Ich weiß nicht, Nurgle ist jetzt nicht so der Meistermanipulator. Nee, aber trotzdem, ich glaube, der ist schon... Aber trotzdem ist es ja wirklich so, dass wenn diese Seuche ausbricht, dass die Leute sich ja schon dann irgendwie nach...
Ja, ja, genau. Das, was du halt auch meintest. Das, das würde ich auch sagen. Nach irgendwas, also nach irgendwas sehnen, nach irgendeiner Hilfe. Aber dass du dir jetzt nicht heilst, sagen wir es. Also, dass nee, jetzt das nicht. Das nicht, sondern. Genau. Sondern wirklich, dass das die mir in die Arme quasi, dass mehr Leute zu mir kommen quasi. Genau, das hätte ich jetzt auch gedacht. Ja, gut. Ja, spannende Folge. Für mich auch. Ich weiß ja. auch, ich war den eklig auch, aber. Es waren ja keine Bilder. Also, bis auf das. Eine. Auch selbst dann. Ja, leider habe ich echt nicht so. Ich glaube, jetzt wäre es natürlich hilfreich, wenn man als Spieler so ein bisschen wüsste, was passiert da jetzt eigentlich gerade dann. Aber ich habe echt überhaupt keinen Plan, wie ich da jetzt einen Erreger erzeuge oder. Ja, wir können es ja mal durchgehen. Also das mit dem Nährboden, das war ja jetzt so, was das heißt. Das war einfach eine Biomasse, die irgendwie. Genau, halt zum Beispiel Menschen oder andere. Hast du schon mal gesehen, wie man Keime züchtet? Nee, gar nicht. Also hier diesen Abklatschtest oder Abstrich macht. Ja, Abstrich halt zum Beispiel aus dem Mund oder so. Oder was meinst du? Ja. Da kommt zum Beispiel der Wattepad wird abgeschnitten in eine Lösung gepackt. Diese Lösung wird auf diesen Nährboden gepackt. Und dann wird diese Nährlösung, wird geschlossen und in den Inkubator gestellt. Um die perfekte Temperatur herzustellen. Ah, okay. Also Temperatur so. Ist auch noch ein Schlüsselelement da. Dabei. Bei der perfekten Temperatur lässt man dann halt ein paar Tage den Nährboden stehen. Und anschließend kann man sich angucken, welche Keime hat denn der Patient alles. Und du dagegen züchtest dann ja Keime. Und du guckst dann, wie hoch ist die Viruslast oder die Keimlast. Genau. Und aber theoretisch, mutiert er so, wie du willst. Theoretisch. Brauche ich ja überhaupt nicht irgendein menschliches Testobjekt, weil ich würde ja auch gerne diese Krankheit in mir selber züchten, oder geht das nicht? Wie steht das dazu? Kann ich da mich selber nutzen? Ey, Nurgle fände das super geil, wenn du das tust. Du musst allerdings bedenken, das ist eine der tödlichsten Viren, die du da gerade versuchst herzustellen, nee, die eine ganze Krone vergiften sollen. Ich versuche ja erstmal andere Sachen. Ich erforsche jetzt quasi Krankheiten und wahrscheinlich macht es dann doch von dem Aspekt doch mehr. Ja, du musst ja nicht die genauen Instruktionen wissen, das weiß ja dein Charakter. Das ist einfach genau. Nur das Nährboden, das heißt, du brauchst einfach irgendwie einen Menschen, du oder dich selber halt, du bist der Nährboden. So. Genau. Was war Nährboden das zweite? Das ist natürlich ein Oberbegriff. Okay, das zweite. Was? Das zweite war. Auf der anderen Seite, wenn du das in einem Menschen züchten willst, musst du natürlich. Muss man natürlich gucken, dass derjenige keine Abwehrkräfte gegen diesen Grunderreger hat. Ja, das sind ja jetzt. Ich weiß nicht, ob das. Müssen wir dann ausspielen, gucken, ob das, kann man das funktioniert oder nicht. Mal so einen Bettler oder so holen. Ins Labor. Ich glaube, bei. Außerdem, wenn das an sich selber testet, ich glaube, da gibt es keine Antikörper mehr. Ja, stimmt allerdings. Die existieren nicht. Die sind reines Chaos. Ich krieg ja trotzdem immer noch Kunden hier, die umsonst kommen. Patienten. Dann kann man die, der eine oder andere wird ja nicht vermisst. Dann kann man ja erstmal so sagen, so, oh, das ist eine schwere Infektion, die sie haben, während ich dem die Infektion spritze. Und dann kommen sie jeden Tag und dann kommt er halt jeden Tag und ja. Mir gefallen die Ideen, auf jeden Fall. Richtig hinterlistig. Ja. Aber all das finden wir in der nächsten Folge heraus. Wenn es wieder heißt, fürs Chaos. Fürs Chaos. Fürs Chaos. Herrlich. Herrlich eklig. Also ich werde kein Nurgle-Fan, muss ich sagen. Hast du ja den besten Charakter ausgesucht. Der ist ja wirklich abartig, ey. Gut. Wenn wir heute weniger dabei waren. Ja, aber da kann man ja wirklich, jetzt nochmal ganz kurz, sorry, wenn ich das sage, aber da kann man ja wirklich sich wirklich auf die Artenkult aufbauen. Also es kommen immer wieder Leute, die werden mit so bestimmten Erregern infiziert. Gleichzeitig wird erzählt, wie toll das ist, oder die werden halt versucht zu indoktrinieren. Und irgendwann sagen die Patienten, dass es ihnen viel besser geht, erzählen das dann weiter. Und dann kommen halt noch mehr Kunden dafür.
Alles, was genau funktioniert. Alles, was man sich wirklich überlegen würde, um so einen Kult ins Leben zu rufen. Bin unterschwellig. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass es jetzt langsam auch mal in die richtige Richtung geht, dass wir jetzt langsam mal was aufbauen. Das ist einerseits mit dem Slaanesh-Kult, den wir jetzt schon hierhin gebracht haben, dann die Sache mit Nurgle. Das nimmt jetzt langsam alles so ein bisschen Fahrt auf. Ja, finde ich gut. Musst du dich mal nach Sinch umsehen. Weißt du da eigentlich jetzt schon was? Oder haben wir da schon ich habe absolut keine Ahnung. Ich vermute, dass vielleicht etwas auf einem anderen Planeten zu finden ist. Ja, es gibt ja einmal den. Planeten, von daher, da habt ihr noch es gibt ja noch den Lavamond, wo ich vermuten würde, dass das vielleicht, dass man da was in Richtung Korn finden könnte für Xal. Und es gibt halt noch den Eismond, wo ich mir vorstellen kann, dass ich da irgendwas finden könnte. Aber das sind nur Vermutungen. Ich weiß jetzt gar nicht, welchen Erzfeind Sinch hat. Ja, Nurgle. Ja, Nurgle. Ja, das macht doch super Sinn für uns beide eigentlich. Also gerade jetzt für deinen Charakter, dass er das jetzt alles gesehen hat, mega eklig findet und ja. Und da jetzt auch wirklich langsam eine Abneigung so. Ah, die hatte ich schon vorher. Okay, also ich habe die noch nicht gespürt. Die ist nur gewachsen. Okay. Um einiges. Und ich bin auch nicht so ganz mit dem Gedanken d'accord, dass wir die komplette Stadt jetzt infizieren, weil das könnte ja auch auf Leute umschlagen, die mich vielleicht interessieren und, können. Und du kannst mich ja auch ruhig versuchen, daran zu hindern, ne? Also das ist ja, das wäre ja... Ja, weiß, also hindern würde ich es nicht, weil es ist ja, dient ja dem allgemeinen Wohl des Chaos. Aber ich werde mal gucken, ob ich da irgendwas machen kann, um da vielleicht den Einfluss von dir vielleicht etwas geringer zu halten. Lass es mich so sagen, ich überlege schon, ob wir uns nicht auf die Makropolen aufteilen. Ja, das mit dem Aufstellen ist halt immer ein bisschen schwierig, wenn man halt zusammenspielt, ne? Ja. Deshalb habe ich das noch nicht vorgeschlagen. Also macht prinzipiell natürlich Sinn, aber das dann so in zwei Teile aufzuteilen ist halt, weiß ich nicht. Es ist schon ganz gut, dass wir uns erstmal eine gemeinsame Machtbasis aufbauen. Ich glaube, wir werden sowieso in der Zukunft irgendwann mal die Obermakropole besuchen. Spätestens, wenn wir jetzt die Sache auf dem anderen Planeten klären, da vielleicht Connections bekommen oder so. Irgendwie, irgendwas wird uns da bestimmt mal hinführen. Naja, ich will... Vielleicht mal einen Tag, wo der Dr. Tod vielleicht nicht kann. Ja, ja, bietet sich ja jetzt an, dass... falls ich mal die nächste Session oder so nicht kann, dass Dr. Tod halt hier bleibt, in seinem Labor bleibt. Ne? Ja. Ja, Doc will Patienten zu ihm kommen. Auf der anderen Seite, so eine Herstellung von einem Virus dauert halt auch eine Weile, ne? Bis du das richtige Virus kriegst. Das wäre jetzt auch ein bisschen antiklimaktisch, wenn wir jetzt direkt das Virus hätten und dann schon die ganze Stadt infiziert hätten. So, das ist ja... Kommt ja erst zum Finale hin. Ja. Wenn wir alle von uns was aufgebaut haben und dann den finalen Schlag durchführen, mehr oder weniger. Ja. Ansonsten sind wir durch dann für heute, ne? Ja. Ja. Dann bedanke ich mich und wir gucken mal für die Termine. Haben wir noch Rangbonus oder so, was wir uns dazu schreiben können für heute? Überlege ich mir bis zur nächsten Sitzung. Okay. Okay. Dann den schönen Abend noch. Ja, danke euch auch. Tschüss. Wieder durch stärker. So indoktrinieren. Ha! Ist ja super lustig. Okay, alles klar. Ja, cool. Spannende Runde auf jeden Fall für mich. Und ich denke mal, das passt jetzt gerade sehr gut. Ich denke mal, ich werde mich hier verabschieden von euch, liebe Leute. Eine sehr, sehr schöne Runde. Und werden wir mal sehen, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Dahin